So, mein Lieber, da ist der Thorsten Nobs. Ich grüße dich. Einen wunderschönen Hallo. guten Tag. Wir sind schon direkt live und es sind auch schon ein paar Zuschauer dabei, die jetzt doch tatsächlich wahrscheinlich gerade auf die Pausentasten bei ihrem Amazon Prime Video Streaming gedrückt haben, Wie damit sie, schade. na, sag sowas nicht, damit sie uns beide mal live sehen Okay. können. So, einen Ton muss ich noch leise machen, sonst habe ich hier ein Echo drin und das nervt. So, das haben wir erledigt. Mein Lieber, ich sage vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass du auch spontan hier uns unterstützt bei diesem Live-Chat, wo wir mal bei dir wirklich einen, glaube ich, sehr seltenen Blick hinter die Kulissen bekommen können. Weil du bist ja ein, das Wort alter Hase, ich weiß, das sollte man eigentlich nicht unbedingt sagen, sondern du bist ein erfahrener Hase in dieser Filmbranche, die uns Heimkinofans ja beglücken soll. Ja, also du bist ja dabei, ein Produkt, sag mal, fertigzustellen, was wir dann nachher zu Hause erleben können, weil das war so in den letzten, sag mal, 25, 27 Jahre so dein Schwerpunkt deiner Tätigkeit. Richtig, ganz Ja, ne? genau. Ich meine, das Ganze ist immer Teamarbeit, ja. Das ist nie Klar. ein Einzelkämpfer-Ding, da sind ganz, ganz viele Menschen dran beteiligt. Aber ja, also in den letzten Jahrzehnten mache ich das. Genau, also liebe Leute, ne, erstmal alle herzlich willkommen. Draußen ist echt scheiß Wetter, es ist kalt, 3 Grad. Schnee haben wir sogar hier im Raum Kars. Ich hoffe nicht, dass ich heute Abend noch hier nachher noch Salz streuen muss oder so. Das wäre dann schon sehr ungewöhnlich. Ach, guck mal, der gute Andreas, den sehen wir auch hier von der Seite. Grüß dich, Andreas. Wir müssen mal gucken. Mit dir haben wir auch noch was vor. Ich melde mich bei dir. Andreas Stumpner von Sky Deutschland, dort mit in der Presse. Pressesprecher ist er, glaube ich, Liebe dort, oder? Grüße Ja. an Andreas, wir kennen Genau. uns auch, genau. Genau. So machen wir das. Alles Jungs und Mädels hier, die sich alle in der Szene sehr gut kennen. Ja, also, liebe Leute, wir zeigen und wir werden euch jetzt in den nächsten ein, vielleicht maximal 2 Stunden, das ist ja so der Zeitraum, den wir uns vorgenommen haben, euch mal einiges an Informationen geben zu dem, was hinter den Kulissen passiert, damit ihr nachher final den fertigen Film habt, wenn es geht, auch noch in eurer Lieblingssprache, nämlich in dem Fall Deutsch. Und genau das sind so Tätigkeiten, die der Thorsten gemacht hat. Und zwar haben wir das vor, in 3 Abschnitte mal zu gliedern, weil Thorsten war 20 Jahre, war es das, richtig? Ja, über 20 Jahre, Ja, genau. er war 20 Jahre, über 20 Jahre bei Paramount mit zuständig für was? Ja, für die komplette Vorproduktion eigentlich vom Anfang an. Es ging los damals mit VHS, dann der Wechsel von VHS zu DVD, von DVD zu Blu-ray. Die komplette Vorproduktion, mit Menüs, mit Synchronisation, mit allem drum und dran, bis das Produkt dann fertig war. Ja, und dann ist was passiert bei Paramount, sodass du dann dir einen neuen Job suchen musstest. Dann bist du selbstständig gewesen. Das hast du einige Jahre gemacht. Da kommen wir gleich auch noch zu. Stichwort Walking Dead. Da hast du Genau. nämlich ganz schön viel mit zu tun gehabt. Und dann bist du jetzt ja bei Amazon Prime Video, bei einem der vielen Angebote von Amazon. In dem Fall ist Genau. es eben das Thema Streaming, Filme. Und da machst du was. Ja, im Prinzip eigentlich genau das, was ich vorher auch gemacht habe, mit Schwerpunkt Synchronisation der Serien, der Amazon Originals und der Exclusives. Wunderbar. Also, dann fangen wir doch mal vorne an. Paramount. Paramount, nicht ganz unbekannte Filmfirma, sind eine Menge dicke Blockbuster immer im drin. Unter anderem ist natürlich sehr bekannt für die Star Trek-Reihe. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil da bin ich ein bisschen auf dünnem Eis. Ich bin jetzt nicht so der Trekkie und auch nicht so tief drin. Ja. Aber mal einfach mal danach gefragt, was war das konkret, was du gemacht hast? Was ist da wie abgelaufen und was war so deine tägliche Arbeit? Gut, also ich bin bei Paramount, wie gesagt, für diesen kompletten Katalog zuständig gewesen, was die Produktion anging. Das betraf die Paramount-Produkte, MTV, Nickelodeon, CBS, das ganze Portfolio, was damals direkt bei Paramount vermarktet wurde im physischen Bereich. Und mein Ding war eben wirklich die Koordination der Mastermaterialien mit den USA, die Fertigstellung der Master für Deutschland, die Synchronisation, die FSK, nicht zu vergessen, FSK-Beantragung für jedes Projekt. Also eigentlich so dieses ganze, das ganze technische Gedöns, um das dann dementsprechend zu den bestimmten Veröffentlichungszeitpunkten auch pünktlich am Markt zu haben und rauszubringen. Jetzt ist es ja so, dass es ja in der Vergangenheit, muss man ja wirklich schon fast sagen, immer so ein gewisses Auswertungsfenster gibt. Das Ja. heißt, der Film ging ja damals in die Kinos, damals gab es noch nicht so die Riesenmultiplexe, das ging ja dann gerade so los, auch mit Multiplexen, aber vorher lief der Film manchmal 6, 8, 9 Wochen. Mittlerweile laufen die ja noch deutlich kürzer. Und dann ist es ja auch eigentlich so, dass das erst ein halbes Jahr später auf der DVD, VHS-Kassette noch ganz früher und dann DVD und Co. kommt. Und dann ist es ein Jahr später nach Kinostart im Pay-TV und 2 Jahre später im normalen Fernsehen frei empfangbar.
Ne? Wann bist du eigentlich immer mit diesen Themen dann konfrontiert worden? Du wusstest, der Film läuft gerade im Kino, kriegst du den dann direkt zum gleichen Zeitpunkt und hattest du theoretisch ein halbes Jahr Zeit oder wie lief sowas im Zeitrahmen? Also normalerweise war mein Start der Planung und der Arbeit eigentlich schon der Kinostart, weil zum Kinostart, zumindest was die Kinoveröffentlichung anging, lagen dann die Materialien vor. Dann stimmte man sich mit dem Kinoverleih natürlich ab. Was die Synchronisation anging, da gingen die ersten Infos daraus, was für ein Tonformat werden wir haben und. Das ist eigentlich so immer der grobe Start, der erste langsame Start der Arbeit gewesen. Die eigentliche Arbeit, weil sowas ist ja dann international vermarktet worden, nicht nur für Deutschland und international hat man eben immer drauf geschaut, dass man möglichst gleichzeitig veröffentlicht. Es gab immer ein kleines Fenster für die USA natürlich, die waren manchmal ein bisschen schneller. Zum Schluss nivellierte sich das dann, dass man gesagt hat, okay, der Release ist also fast parallel USA, Deutschland, was die Heimkino-Auswertung anging. Man hat sich eigentlich immer am Kino orientiert, was die Kino-Releases anging, aber es gab ja eben zu, ich sag mal, 70% sind das ja auch TV-Serien gewesen, die wir betreut haben und rausgebracht haben. Das sind dann wieder andere Fenster gewesen, andere Lizenzverhandlungen, etc. Auch da hat man sich mit den USA immer abgestimmt, um da möglichst an einem Strang zu ziehen. Bist du auch mit zuständig dann gewesen bei der Auswahl beispielsweise von Synchronsprechern? Ist das eine Sache, die auch mit über deinen Tisch lief? Oder wer entscheidet sowas beispielsweise? Macht das Synchronstudio und sagt, hör mal, da haben wir einen Typen, den finden wir cool. Was haltet ihr von denen? Also normalerweise ist es bei Synchronisationen so, dass man zum Start eines Projektes den Cast festlegt. Man weiß ja dann, welche Schauspieler sind dabei. Haben wir zum Beispiel bekannte Schauspieler, die möglichst immer die gleiche Synchronstimme kriegen, sofern es die noch gibt, wenn es ältere Damen oder Herren sind. Man legt bei einer Synchronisation den Regisseur fest, man legt den Autoren fest für das Dialogbuch, man stimmt sich mit den Terminen ab. Als Redakteur für Synchronisation ist man da ganz von vorne, ganz am Anfang mit dabei. Die Synchronstudios machen natürlich Vorschläge, die sind ganz weit vor Ort, die sagen, passt auf, wir haben hier eine Rolle A, eine Rolle B, die ist immer mit dem und dem besetzt worden. Plus es kommt ein Punkt dazu, wir haben zwei hauptsächliche Synchronstädte hier in Deutschland, das ist Berlin und das ist München. Das heißt, für einen bestimmten Film kann es durchaus sein, dass man sagt, man geht nach Berlin, weil wir wissen ganz genau, dass die Synchronstimmen Berliner sind, die in Berlin arbeiten. Oder wir bleiben in München, hängt auch von der Auslastung der Studios zusammen, welche Aufnahmen da dort gerade stattfinden. Was haben wir für ein Zeitfenster? Das sind so Sachen, die man beachten muss. Das ist die Koordination der ganzen Synchronarbeit. Aber man hängt wirklich kreativ mit drin, da man als Redakteur dann auch die Bücher redigiert, die man kriegt von den deutschen Autoren. Das heißt, da geht man dann drüber. Ich habe es immer so gehalten bei bestimmten Projekten, wenn es dann die Zeit erlaubt, dass man dann auch Telefonkonferenzen startet mit den Redakteuren. Da geht man durch die ganze Episode durch und sagt, hier, hör mal zu, in den und dem Take, wie sieht es denn da aus? Wollen wir da eine zweite Fassung machen? Da hätte ich einen Alternativvorschlag. Kriegen wir das hin? Synchron, lippensynchronmäßig von den Labialen und. Das ist ein ziemlich kreativer Prozess. Der ist manchmal ziemlich zeit- und nervenaufreibend, weil man wirklich bleiben wir mal bei einer TV-Episode, man guckt sich jede Episode, bis die denn dann veröffentlicht wird, bestimmt 4, 5, 6 Mal an, bis das fertige Werk dann irgendwann vorliegt, bis man durch die einzelnen Schritte durch ist. Aber das hört sich doch auch nach einem großen Team an, oder? Weil das kannst du ja nicht alles alleine. Du kannst ja nicht von morgens bis abends da Filme gucken, dann synchronisieren, das alles da. Heißt das, 5-Tage-Woche ist sowieso nicht, steht nur auf Papier? Nee, 5-Tage-Woche gibt es nicht. Also ist völlig normal. In unserer Szene gibt es das nicht. Das gibt es in unserer Szene überhaupt nicht. Ganz, ganz viele Aufnahmen finden mit den Sprechern zum Beispiel am Wochenende statt. Man geht samstags ins Studio oder sonntags ins Studio. Das ist schon mehr oder weniger eine 7-Tage-Woche. Und das ist auch, da gibt es keine Urlaubszeiten, keine Festen oder sonst irgendwas. Ja, also man ist, sicherlich ist es immer Teamarbeit, aber die Projekte, die man betreut, die zieht man dann eben dementsprechend auch durch. Ja. Das heißt ja auch die Synchronsprecher, du hast gerade gesagt, Urlaub ist nicht, wir kommen später drauf, gerade bei Serien, das ist ja vom Produktionsprozess extrem aufwendig. Die können sich ja, was kann Urlaub erlauben, weil von zu Hause aus können die nicht synchronisieren. Die sollten schon im Studio sein, weil da ist dann der Regisseur, der die Sprache dann mit denen da abnimmt und der will natürlich im Extremfall, dass die 5-mal hintereinander den Text da sprechen, bis er passt, oder?
Ja, nun ist es natürlich auch so, das wisst ihr in eurem Bereich genauso. Ein Studio ist ein Studio, das ist akustisch optimiert. Sowas macht man nicht von zu Hause. Wenn der Hund vom Nachbarn bellt, dann ist der ganze Take versaut. Es geht einfach dann irgendwo nicht. Die Leute kommen ins Studio. Die kommen ja auch nicht so rein, sage ich mal, wie man sich eine TV-Episode anguckt. Man fängt manchmal mit der fünften Episode an, weil der Sprecher gerade erhältlich ist. Oder am Ende der Episode fängt man an zu synchronisieren, arbeitet sich durch. Das hängt eben immer davon ab, wie die Sprecher gerade erhältlich sind, weil die arbeiten ja nicht nur exklusiv alle an einem Projekt, sondern die arbeiten an Dutzenden Projekten gleichzeitig. Und die können auch selten oder die arbeiten selten auch zu zweit oder zu dritt, wenn es in der Szene dann passiert. Die reden, die sprechen häufig für sich alleine, oder? Wie sieht das Das aus? ist fast immer alleine. Fast immer alleine. Es werden die Takes, es wird eine sogenannte Dispo gemacht, da stehen genau die Takes drin, die für diese Episode erforderlich sind und diese Takes werden eingesprochen. Und es passiert wirklich nur ganz, ganz selten, dass man mal ein Duo hat oder ein Trio im Studio. Ganz, ganz selten. Meist sind die allein wirklich. Nochmal zurück zu Paramount an sich. Du hast dann die Heimveröffentlichung gemacht. Wer kommt dann auf die Idee und sagt, wir wollen jetzt da so einen Trailer bei haben, wir wollen das Making-of haben, wir wollen die Zeugs haben? Sachen, die ja doch, die ja der mancher Kinofan wirklich sehr mag. Ich gehöre definitiv dazu. Ich mag wirklich gerne diese Specials, diese Zubehör, Informationen, guckt mir die auch wirklich sehr gerne an. Waren das Sachen, die ihr mit entscheiden konntet oder wird das alles vorgegeben? Oder habt ihr da noch einen gewissen Freiraum hier gehabt, dass ihr das selber machen konntet, ergänzen konntet? Es gibt einen gewissen Rahmen. Man weiß von vornherein, welche Materialien sind erhältlich, welche stellt das Studio zur Verfügung. Ganz, ganz wichtig ist die Rechteklärung erfolgt, weil jedes Fitzelchen aus den USA, egal ob jetzt der dritte Beleuchter interviewt wird oder sonst was, muss ein Einverständnis geben. Man weiß ganz genau, was man da kriegt. Ja, und man stimmt sich natürlich auch mit der Marketingabteilung ab, mit dem Vertrieb ab. Was wird das für eine Kampagne? Ist das jetzt ein mega riesengroßer Blockbuster, den wir dann mit, keine Ahnung, Special Editions oder sonst irgendwas vermarkten wollen, wo dann eben Bonusmaterial zählt, wo Outtakes und Bloopers und was es alles gibt, Interviews, Audiokommentare. Das weiß man dann, kriegt man dann eigentlich auch vorgeschrieben bei internationalen Produktionen. Aber man hat kaum die Möglichkeit, sage ich mal, auszuscheren und zu sagen, hey, wir haben da, keine Ahnung, irgendwo noch ein Interview-Schnipsel gefunden, der mal ausgestrahlt wurde, den wir ganz witzig finden. No way, da führt kein Weg rein bei einem Hollywood-Studio. Das wird wirklich ganz streng vorgeschrieben. Okay, wie weit wart ihr in Kontakt gewesen, dass ihr Feedback auch vom Markt bekommen habt? Habt ihr irgendwo mal geguckt, wie kommen denn diese Special Editions an, außer dass man nur auf die Zahl geguckt hat? Also, sag mal, Communities, wie man so schön neudeutsch Ja, sagt, ne? klar. Also, ich kann mir ja Filmbörsen mal vielleicht gewesen seid oder was auch immer. Also, gibt es da irgendwo eine Kommunikation oder dass ihr das gemerkt habt, wie der Markt auf solche Inhalte reagiert und was dann auch vielleicht mal nach Amerika geht? Ich frage deshalb natürlich, weil du kannst dir ja vorstellen, wir werden nachher nochmal drüber reden. Schließlich wird Paramount nicht mehr hier in Deutschland produziert. Es wird alles Zentralamerika jetzt gemacht. Aber gab es das damals denn schon so ein bisschen, dass man so ein bisschen mal reingehört hat in die Fanbase? Es gab relativ wenig. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier im Channel irgendwelche alten Hasen sitzen. Bin ich proaktiv geworden, habe gesagt, es gibt oder gab damals ein wunderbares, riesengroßes Forum von Area DVD. Na, wir grüßen Ja, Carsten Rampacher. Carsten Rampacher, Carsten Serk. Und habe mich dann angeboten, in diesem Forum eigentlich ein Paramount-Forum zu hosten. Das ist jetzt viele, viele Jahre her und das habe ich auch, Cool. glaube ich, anderthalb, 2 Jahre lang durchgezogen, Cool. bis mir die ganze Sache wirklich zeitmäßig, weil ich das privat gemacht habe, wirklich über den Kopf gewachsen ist. Aber man hat gemerkt, dass die Endverbraucher sich wirklich gefreut haben, da wirklich einen direkten Draht zu haben und Fragen zu stellen, die ich dann auch alle beantwortet habe. Da habe ich eigentlich so, sage ich mal, meine Meinungen rausgeholt aus diesem Forum, plus natürlich privat selbst als Heimkino-Enthusiast und als Sammler und Mensch, der auch gerne dann auch mal abends privaten Film geguckt hat. Da habe ich mir dann so meine Infos geholt. Und wenn dann wirklich Kritik kam aus dem Forum, dann habe ich das auch in die USA dementsprechend weitergegeben und oftmals wurde auch reagiert. Oh,
Das ist ja immer schön. Da wurde wirklich eine Rückmeldung, eine E-Mail wurde gelesen das, und wird darüber. Wow. Es wurde wirklich reagiert, insbesondere wenn es dann dahingehend eskaliert ist, dass man sagte, Achtung, auf der Blu-ray-Veröffentlichung von Star Trek sind die Surround-Kanäle hinten vertauscht. Da fliegt die Enterprise von links nach rechts durchs Bild, aber der Ton kam von rechts nach links. Also das gab es alles. Da wurde dann sehr, sehr schnell reagiert. Und das sind dann die Infos, die wir dann eben vom Endverbraucher gekriegt haben. Ja. Sehr cool. Pass auf, wir gucken mal, weil du hast das Thema Fragen und Informationen weitergegeben. Ich gucke jetzt ein bisschen mit einem linken Auge mal in den Chat rein, weil da gab es einige Fragen, die wir jetzt in diesem Zusammenhang vielleicht mal beantworten könnten. Ja. Unser guter Chris B. Ich ahne, dass unser guter Christian Bartsch ist, der vor einigen Tagen hier schon abends in seinem Riesenohrensessel saß und viel Spaß mit uns hatte. Der sagt, gibt einen kleinen Insider-Hinweis. Thorsten ist ein Veteran. Wenn er nicht darauf bestanden hätte, hätte man Piddle längst zu Bones umbenannt. Was hat es damit auf sich? Ach Gott, das ist, das sind so die kleinen Anekdoten, die das Leben schlägt. Es ging um einen der letzten Kinofilme bei Star Trek. Da gab es wirklich Kritik seitens der USA, was die Benennung der Rollen anging. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ging es um Bones, also um Dr. McCoy, den man auf keinen Fall mit Bones in der deutschen Synchro haben wollte, sondern mit einer anderen Bezeichnung. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, das ist alles schon wieder so lange her. Aber das sind so Sachen, wo man sich dann wehrt und sagt, Leute, Entschuldigung, Star Trek ist ein Franchise, das gibt es so, so lange. Und der deutsche Markt für Star Trek ist nach den USA, nach Nordamerika, der wichtigste Markt in Deutschland. Also bitte lasst uns doch bei der Synchro bei alten Namen bleiben, sonst wird das Ganze lächerlich und sonst gibt es einen Shitstorm. Dann können wir das alles komplett nämlich neu machen mit Retakes. Ja. Und das wurde dann gemacht? Das wurde dann gemacht. Also klar. Es wurde auf dich gehört, das wollen wir damit sagen. Ja, klar. Ja, ist ja wohl cool. Alles klar. was haben wir denn noch? Ja gut, das ist jetzt eine Sache, die ist natürlich jetzt aktueller, weil, das müssen wir dann sagen, irgendwann hat dann Paramount was entschieden. Sie haben entschieden, dass sie ihre Division, so würde ich es mal neudeutsch sagen, ihre Abteilung hier in Deutschland oder in Europa generell, weiß jetzt gar nicht, du hast ja erwähnt, das waren auch mehr nur für den deutschen Markt, aber sie haben entschieden, wir schließen das. Ja, richtig, das war Ende 2015. Man sah natürlich, dass gegenüber dem physischen Markt, also der DVD- und der Blu-ray-Auswertung, der Streaming-Markt explodiert. Und dann haben sich in Amerika die Studioleute entschlossen, wir sparen uns das jetzt einfach, wir geben die ganze Sache in einen Vertrieb und sparen uns unsere Division, weil wir eben daran glauben, dass Streaming in einigen Jahren relativ kurzfristig besser funktionieren wird als physische Auswertung. Und dann spart man natürlich erstmal. So, und dann kriegten wir kriegten das gar nicht mitgeteilt damals. Wir haben es durchs Internet erfahren. Ich kann mich noch erinnern, dass mich damals, ich war gerade nach Hause gekommen nach Feierabend, da rief mich der Carsten Serke an, sogar von Area DVD und sagt, sag mal, was ist denn bei euch los? Macht ihr zu? Ich sage, hallo? Sagt er, ja, steht im Internet. Und so haben wir es eigentlich dann erst erfahren, bevor es dann etwas später losging. Und dann war im Prinzip, ja, dann waren alle Tore und alle Schleusen waren dann offen. Ja. Wie groß war das Team? Wie viele Leute war das, die es betroffen hat? Wir waren zum Schluss, glaube ich, 34 oder 35 Leute bei Paramount. Die wurden wirklich auf die Straße gesetzt? Ja, was heißt auf die Straße gesetzt? Wir haben es dann angekündigt bekommen, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt schließen, haben dann monatelang noch alles ausgewertet, haben unsere Ziele erfüllt, haben unsere Aufgaben erfüllt und dann peu à peu wurde dann zugemacht. Weil ich denke mal, ein Job in Los Angeles wurde wahrscheinlich selten angeboten. Ne? So das als wurde selten angeboten, ja. Ja, okay. Also da musste man schauen, wo man bleibt. Richtig, ganz genau. Schau mal, es war die Frage hier. Paramount hat oft keinen deutschen HD-Ton. Woran liegt das? Generell, du hast es am Anfang erwähnt, Tonformate. Ihr habt wenig Einfluss, weil es gerade jetzt sogar, wo das jetzt wirklich extern alles da in Amerika gemacht wird, da entscheiden die Leute, also wer auch immer das sein wird. Wir versuchen uns ja in den nächsten Monaten weiter nach dahin zu tasten. Du verfolgst uns ja auch ein bisschen. Wir reden ja dauernd über Dolby Atmos, über Tonformate, wo wir uns ärgern. Also das sind dann, wer auch immer da drüben in Amerika, die entscheiden so, das Land kriegt den Ton, den kriegen den Ton und die kriegen den Ton.
So kann man sich das vorstellen, weil ich sag mal, die werden ja nicht würfeln. Nee, es ist ungefähr so. Und natürlich versucht man in den USA, so nicht nur Paramount, auch jede andere Firma, Prozesse zu streamlinen und möglichst zu vereinheitlichen. So, das heißt, dass man, eine Blu-ray hat eine gewisse Kapazität, was man raufkriegt, eine DVD auch. Man versucht möglichst mit einem Master, was man dort macht, möglichst viele Territorien abzudecken. Das heißt, wir haben englischen Ton, wir haben deutschen Ton, wir haben italienischen Ton, spanischen, französischen und. Und das, was raufpasst, das wird dann auch raufgemacht, wenn es nicht ein absoluter Mega-Blockbuster ist, wo man sagt, Achtung, wir leisten uns jetzt das Mastering für drei verschiedene Master und machen dementsprechend weniger Sprachen drauf, können aber dann andere Tonformate nehmen, die dann dementsprechend mehr Speicherkapazität brauchen. So war es zumindest im physischen Bereich damals. Ja. Ich kann das bestätigen, das ist immer noch so. Ist immer noch so, schön, bravo. Nee, schön ist es eben nicht. Ja, weil nee. Da fehlt jetzt die Rückmeldung, also da fehlt jemand wie du, der jetzt mal eine Rückmeldung gibt an die Studios und sagt, Leute, hier in Deutschland werden die Leute langsam sauer, weil wir finden dort nur noch Dolby-Digital-Tonspuren, die sind 20, 25 Jahre von der Technik her, ihr habt im Kino Atmos laufen lassen, warum verdammt nochmal wollt ihr weiterhin 30, 40 Euro für die Filme, aber packt uns in Deutschland da eine simple Dolby-Digital-Tonspur drauf. Richtig. Nee, es ist wirklich manchmal wirklich sehr traurig gewesen, gerade was deutsche Synchros auch anging. Das ist auch ein urlanges und uraltes Thema, was mich damals beschäftigt hat. Als wir ins Zeitalter der DVD kamen, wo wir ein 5.1 Tonformat gehabt haben und wir haben in Deutschland wirklich nur Synchros gehabt. Die Stereo waren einfach, weil zu diesem Zeitpunkt, als synchronisiert wurde, kein Mensch dran gedacht hat, sich die Audio, also die Dialoge, die reinen Dialoge, in ein Archiv zu legen. Da wurde eine Mischung gemacht, alles andere ist gelöscht worden und das war es dann. Und das dann heißt, man hat die Originalspuren nicht mehr von den Stimmen gehabt. Richtig, ganz genau. Und wenn man einmal eine fertige Mischung hat, also ein Ton besteht aus den Dialogen, den dementsprechend aus dem sogenannten IT-Track oder M&E-Track, das sind die Musiken, das sind die Geräusche, die werden ja zum Schluss zusammengefahren wieder, um dementsprechend dann einen runden Ton zu haben. Wenn man die nicht mehr hat, zu dem damaligen Zeitpunkt jedenfalls damals, dann kann man nichts mehr machen. Das war dann die Zeit der künstlichen Abmixe, wo man eben künstlich auf 5.1 hochgemischt hat, was stellenweise wirklich zweifelhaft war. Also das war furchtbar. Aber die Leute wollten es alles, konnte man auch verstehen. Die haben sich alle teure Receiver geholt und ein teures Setup und die wollten dann natürlich auch 5.1. Und das ist natürlich bei der Originalsprache im Originalton wesentlich einfacher, weil die haben diese Tracks immer da. Sobald synchronisiert wird, sobald eine Mischung gemacht wird und sobald man keine getrennten Töne mehr hat, hat man ein Riesenproblem. Ich glaube, einer der letzten Filme von Paramount, bei dem das so war, war Top Gun, Tom Cruise. Da gab es nur eine Stereo-Mischung. Ja. Und ich weiß auch von Kollegen, von anderen Firmen bei großen Veröffentlichungen, die haben dann stellenweise auf die Laserdisc zugegriffen und haben sich den AC3-Ton runtergezerrt, um wenigstens eine vernünftige Mischung zu haben. Das war also irre. Auf das Beispiel habe ich gewartet, weil wir haben hier, der wird wahrscheinlich auch mitlesen, wir haben einen ganz großen Top Gun-Fan, der wird bestimmt hier gleich schauen. Es gibt eine Top Gun Blu-ray 3D, gibt es ja, ne? Ja, ja. Und wenn du da die englische Spur schaust, da hast du wirklich das Gefühl, das Ding ist in deinem Kino oder wo gestartet. Genau. Wenn du mal umschaltest auf die deutsche, dann hast grauenhaft. Du das Gefühl, es ist VHS-Kassette dreimal kopiert. Ja, es ist grauenhaft. Es ist wirklich. Aber ganz, ganz übel, ne? Ja, es ist ganz übel. Was für Christian Bartsch, vielleicht kann er es ja noch mal wieder versuchen, nochmal neu zu restaurieren. Die tummeln da ja immer so unheimlich rum und machen das ja wirklich genial. Ja, aber es ist ein echtes Beispiel, also kann man nachvollziehen, ja, okay. Das heißt, das ist jetzt aber geändert worden bei den Synchronstudios, dass die das jetzt schon anders aufgrund des, wie heißt das so schön neudeutsch, des Workflow, also der Arbeitsprozesse, schmeißen die jetzt nicht mehr alles weg, sondern die digitalisieren das, packen das auf einen SD-Stick oder wo auch immer und dann nimmt das ja auch nicht mehr so viele Rollen und Platz und was nicht alles weg, sondern nur noch Speicher auf irgendwelchen Platten, ne? Ja, wir sind ja mittlerweile von der Technik her weiter. Ich meine, es wird ja nur noch digital aufgenommen und es wird nur noch digital geschnitten, aber eben in Zeiten der 80er Jahre, da wurde auf MOD aufgenommen, Magneto-Optical Disc, und die Dinger waren schweineteuer. Das heißt, wenn eine Mischung gefahren war und die ausgeliefert war, dann sind die Dinger gelöscht worden und wieder neu verwendet worden. Ja. Im heutigen Zeitalter, wo Speicherplatz kein Problem mehr ist, undenkbar eigentlich.
Ja, liebe Leute, das sind wirklich die täglichen damaligen Probleme gewesen. Und hat man das aus dem Grunde so gemacht und nicht anders. Sag mal, du bist ja nun wirklich eine Star Trek-Institution, was so das Know-how und das alles ankennst. Du hast das ja nun wirklich alles komplett begleitet. Es gibt ja so die Frage, Star Trek 1 bis 5 mit einem so schlechten Ton ausgerüstet, schlecht nach heutigen Maßstäben vielleicht. Was war das Besondere bei Star Trek mit dem Ton? Ich, wie gesagt, ich bin nicht so der tiefste Trekkie. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise im Detail nicht, aber kannst du das nachvollziehen, was hier gefragt wird? Also Star Trek 1 bis 5, das lief damals, glaube ich, in eine Zeit wirklich rein. Star Trek The Movie, das muss 1978 oder 79 gewesen sein, um den Dreh. Das war kurz nach Star Wars. Genau. Das war ja das, der Gegenpol dann, wo man... Science-Fiction-Welle, die losging, ne? Die dann losgetreten wurde. So ist es damals aufgenommen worden. Also im Prinzip, wenn man diesen Ton nicht Frame für Frame restaurieren würde, sowas ist möglich, ist aber wirtschaftlich in der heutigen Zeit, es rechnet sich vorne und hinten nicht mehr. Da müssten dann plötzlich, weiß ich nicht, eine Petition mit 2 Millionen Leuten starten, um sowas zu machen, sonst rechnet sich das wirklich nicht. Starten wir, gut, also einer sitzt hier. Es ist einfach nicht anders zu machen gewesen. Das war die Aufnahmetechnik damals. Es ging nicht anders. Ja. Okay. Ja, so ist das. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich gehe mal ein bisschen runterscrollen, weil es kommen, glaube ich, schon ein paar Fragen hier rein. Und dann machen wir gleich mal weiter zu deinem nächsten Zeitfenster. Was haben wir denn? Schau, seit 15 Jahren filmen nur im O-Ton. Ja, das kann man natürlich machen, mein lieber Chris. Aber der spricht ja auch den ganzen Tag nur Englisch, weil den kenne ich nämlich. Oder ja, im meisten wenigstens Englisch. Was ist der Hintergrund der schlechten Sync bei Looming Tower, die damals zurückgezogen wurde? Das ist aber auch ein Insider. Was ist denn Looming Tower? Den kenne ich ja gar nicht. Looming Tower, also das war vor meiner Zeit bei Amazon. Da kann ich relativ wenig zu sagen. Ich weiß nur, es gab damals eine grottenschlechte Synchro. Jeder hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und das ganze Ding ist eingestampft und neu synchronisiert worden. Aber das war nicht die technische Umsetzung, sondern die Leute, die gesprochen haben, die waren nicht richtig drauf. Also die waren keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für ein Studio war, keine Ahnung, wirklich nicht, ich würde sagen, aber ich weiß es nicht, war vor meiner Zeit, aber ich habe das damals auch so am Rande mitverfolgt, was da passiert ist, ja. Okay, alles klar. So zu Amazon-Fragen, Amazon Prime-Video-Fragen kommen wir später. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Punkt. Das ist dann die Sache gewesen, wo du dann überlegt hast, was mache ich jetzt? Paramount hat Tschüss gesagt, toll, danke für die Arbeit, aber jetzt musstest du ja schon gucken, wie du noch demnächst die Brötchen kaufen kannst. Ne? Ganz, ganz genau, ja. Scheidung war vollzogen und nach über 20 Jahren ist das wirklich ein trauriges Ding. Ja, das ist ja dann nicht einfach nur eine Familie, also nicht einfach nur eine Firma, das ist wie eine Familie. Mhm. Und dann überlegt man, was macht man? Ich meine, man ist nicht mehr der Frischeste. Ich war nicht mehr 20 zu dem Zeitpunkt. Naja, komm, ein bisschen drüber warst du. Ein bisschen. Noch. 21,5, ja, okay. Genau. Ist ja eine heutige Zeit. Und ich habe dann gesagt, Leute, ich muss mich einfach auf das konzentrieren, was mir am meisten liegt, was ich meiner Meinung nach am besten kann und wo auch ein bisschen Spaß rauszuziehen ist. Und habe mich dann aufs Thema Synchro verlegt. Man kennt ja durch die vielen, vielen Jahre, die man dann mit den Synchronstudios gearbeitet hat, auch die Kollegen draußen. Das heißt, ich habe dann so die Meldung eben rausgeworfen, bis dann so die ersten Angebote kamen. Hier, mach doch mal eine Rohübersetzung für uns. Schreib doch mal, hast du Lust, hast du Zeit? Probier es mal aus, ob dir das liegt. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich habe ganz klein angefangen, wirklich mit Übersetzungen, dass die Vorstufe, eine Rohübersetzung ist die Vorstufe für einen Dialogbuchautor, der dann die Bücher letztendlich schreibt, und habe sowas gemacht. Und das habe ich dann gemacht für Walking Dead, für Silicon Valley, für American Housewife. Also es waren unglaublich viele Projekte. Ich habe hier wirklich gesessen, 24/7 und habe mir die Finger blutig geschrieben, bis in die Nacht rein. Wie darf ich mir das jetzt mal so ganz, also da bin ich jetzt ja, und ich denke mal, die meisten, die uns hier zugucken, das sind schon mittlerweile eine ganze Menge, das freut mich sehr, dass ihr Sonntagnachmittag uns hier mal zuschaut und dann wirklich eine Menge Insider-Informationen bekommt. Also wir halten mal fest, Desperate, du hast gerade Housewives gesagt, wir reden gleich über Walking Dead, weil das ist nochmal eine besondere Sache. Ja. Also, da kommt jetzt aus Amerika, per, was auch immer, Stream, wie auch immer, oder eine Disc kriegst du in der Hand, eine Festplatte, was auch immer, auf deinen Rechner, auf deinen Monitor, wo auch immer, und dann sitzt du da in deinem Raum und dann guckst du dir zum allerersten Mal eine Folge an, die ja schon fertig ist mit allem und dran, und dann sollst du erstmal so im Groben das schreiben, was die da sagen, weil du sagst ja, da gibt es immer einen zweiten Mann, der kontrolliert das nochmal und macht den Feinschliff. Ja, nee, es ist nicht ganz so. Also du kriegst einen Zugang, der natürlich hoch gesichert ist mit Passwort, du lädst dir eine File runter und du kriegst ein Skript, du kriegst eine sogenannte Conti. Das heißt, du kriegst das englische Dialogbuch von dieser entsprechenden TV-Episode.
Und ich arbeite dann so, ich lege mir das Bild dann auf den rechten Monitor und mein original englisches Skript auf den linken und mache mir ein neues Dokument auf und dann gehst du durch, dann übersetzt du. Beim Rohübersetzen achtest du nicht unbedingt auf Lippensynchronität oder sonst was, sondern die Rohübersetzung ist das Gerüst praktisch für den Dialogbuchautor, der dann den Feinschliff macht. Du gibst dem im Prinzip eine Grundlage dafür, was passiert in der Episode, was sagen die alle, und du gleichst das als Rohübersetzer mit deinem Bild ab zu Hause. Und dieses Bild ist stellenweise wirklich, ich sag mal, du musst raten, weil Warum? du das Bild zu einem Zeitpunkt kriegst, wo die Folge noch gar nicht fertig sind. Da sind noch keine Special-Effekte drin. Oder du siehst die Schauspieler in einem Kampf, wie sie an Drähten hängen. Und du siehst die Mikrofongalgen und du siehst unheimlich viel Greenscreen und, und. Und da schreibst du dann deine Rohübersetzung. Es ist eine Fleißarbeit eigentlich, die allerdings auch viel Spaß macht, weil du gibst so dieser ganzen Produktion so diesen ersten Kick, in welche Richtung das gehen soll. Du überlegst natürlich, wenn du Witze drin hast oder zynische Geschichten oder zwischen den Zeilen legen musst, ja, dann was sagst du jetzt dem Dialogbuchautor? Also du schreibst eine Übersetzung, die ist dann nicht wörtlich, aber du schreibst auch eine zweite Fassung. Du machst Anmerkungen natürlich von wegen, Leute, die unterhalten sich jetzt gerade über verschiedene Farben bei Uniform, aber mein Bild ist schwarz-weiß. Ich kann hier nur raten, guckt mal, ob ihr im Studio dann ein besseres Bild habt oder ob ihr Farbe habt, weil sonst stimmt das alles vorne und hinten nicht. Oder du kriegst eben auch, du hast Momente, wo du eben keine richtige Conti kriegst, da kriegst du auch eben eine unfertige Conti, wo viele Sachen noch gar nicht klar sind. Oder du hast auch manchmal zum Beispiel Drehbücher und Skripte, wo die Rollen vertauscht sind. Das fällt dir dann auf, eigentlich erst, wenn du übersetzt, dass du sagst, Moment, die Line, das sagt jetzt gerade der Schauspieler überhaupt nicht. Da hat jemand falsches Copy und Paste gemacht. Das ist alles durcheinander. Also bitte darauf achten. Achtung, Cutter, bitte darauf achten bei der Rollenbesetzung, bei eurer Dispo, wenn ihr eure Schauspieler ins Studio holt. Der spricht das nicht. Holt euch bitte den richtigen. Das ist nicht seine Rolle. Also das sind so kleine Sachen, die du vorher aus dem Wege räumst und dann diese Rohübersetzung weitergibst. So, und jetzt war das ja früher so, ich erinnere mich, da war eine Serie, weil wir hatten das Thema Streaming noch nicht gar nicht so gehabt, da war das dann eben da ProSieben, Sat1, das waren so für mich so die typischen amerikanischen Serienabspieler, genau wie RTL natürlich. Die sind dann meistens immer ein Jahr später ja erst in Ja, Deutschland gelaufen. da hast du So, Zeit. Ja, da hast du klar. ja Zeit gehabt, ne? Nach meinem, Richtig. würde ich mal sagen. Du konntest ja in Amerika schon, sobald das in Amerika ausgestrahlt ist, konntest du ja theoretisch schon loslegen. Klar. Und war ein Jahr, bis es dann im deutschen Fernsehen läuft. Jetzt sind wir ja in einer Phase, wo das ja 24 Stunden nach Start im Fernsehen läuft oder sogar weltweit zeitgleich bei den Streamingdiensten gestartet wird. Bei Walking Dead gibt es ja jetzt nur eine Besonderheit. Du hast also erzählt, bei Walking Dead hast du mitgemacht. Das war, glaube ich, ein oder zwei Staffeln, ne, die Zwei du. Staffeln, ja. Das waren zwei Staffeln. Habe schon so einen Witz gesagt in den letzten Tagen. Da ist doch gar nicht so viel zu machen. Die sind doch sowieso nur alle am Grunzen da, wenn die durch den Wald laufen und Ja, hämmern. Aber dachte ich am trotzdem. Anfang auch, ja. Werden die auch, wenn denn die Typen, also die da schon so das Leben hinter sich haben, werden die auch so neu synchronisiert oder die lässt man doch dabei? Ja, da ist doch wahrscheinlich keine Neusynchronisation notwendig, Nee, oder? also ich sage mal, die Zombies stöhnen alle noch im Original für die Freunde des O-Tons. Nee, das ist auf dem sogenannten IT-Track drauf. Das ist drauf. Also da wird relativ wenig gemacht. Okay, so, also IT-Track, das ist der Track, der so der allgemeine für weltweit ist. Und jetzt kommt Genau. die Kadespezifizierung, wo dann die Sprachversionen sind. Ganz genau. So, also und jetzt haben wir das Problem, dass die also, zum einen mal startet so eine Staffel hier in Deutschland bei Sky, 24 Stunden nach amerikanischem Start. Und das, was wir ja gerade als Walking Dead-Fan gerade erlebt haben, ist, die können jetzt nicht übersetzen, weil während, das ist so nah alles beieinander Ja. und die finale Folge, die jetzt eigentlich kommen soll, ist noch nicht mal fertig geschnitten. Das Richtig. heißt, die drehen heutzutage oder schneiden heute, während bereits schon die erste Folge ausgestrahlt wird. Ja. Während der Phase von vielleicht 2, 3 Monaten, wo die ganze Staffel laufen soll. Ja, das ist unglaublich zusammengeschrumpft, dieser Zeitrahmen. Und der zieht natürlich einen Rattenschwanz von Arbeiten hinter sich her, insbesondere bei der Synchronisation dann für die anderen Länder, die unglaublich und unfassbar schnell sein müssen. Da kann man sich nicht viel Zeit lassen. Da wird also wirklich nachts gearbeitet, stellenweise. Die Bücher werden nachts geschrieben oder Samstag oder Sonntag, weil Montag die Sprachaufnahmen dann schon losgehen müssen. Und wenn man dann das Pech hat,
dass innerhalb der kurzen Zeit so ein Hauptprotagonist krank wird oder ein Sprecher krank wird oder sonst was, dann hat man ein Riesenproblem. Was ja schon passiert ist bei Walking Dead. Was schon passiert ist, ganz genau, richtig. Okay, also halt mal fest, da kommt also dann auch wiederum hier dann für dich das englische Buch, dann kommt dann der Film, mehr oder weniger hängen die an Drähten oder auch nicht, du musst schon wieder anfangen zu übersetzen. Genau. Genau. Und dann kommt das Ding, in welchem Zeitraum, 2, 3 Wochen später, läuft der dann schon? Oder was hast du als Zeitraum insgesamt für so ein Projekt, für so eine Folge? Die geht ja, glaube ich, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, glaube ich, ne? Ja, du hast praktisch im Prinzip für die komplette Synchronisation nicht länger als 14 Tage. Und zwar betrifft das wirklich vom Anfang das Übersetzen, das Taken, die Sprachaufnahmen, die Mischung, das Versenden der Files, eventuell irgendwelche Sachen ausbessern, hin und zurück. Also du hast heute wirklich nicht länger als 14 Tage für so eine Folge. Okay, prüfen das eigentlich die Amis nachher, wenn das fertig ist? Kommt noch einer rüber und der kann Deutsch und Englisch und will doch mal wissen, was ihr daraus gemacht habt? Oder lassen die euch da wirklich vertrauensvoll echt... Nee, es gibt immer ein QC, also da, wo der sogenannte Content Ingest, also praktisch, wo das Zeug dann reingeht und auf die Services geht, es gibt vorher immer ein QC, was Bild und Ton angeht. Und wenn da irgendetwas auffällt und da sitzen keine Muttersprachler und sagen, nee, das hätte ich jetzt aber anders gemacht oder sonst irgendwas. Es sind wirklich technische Geschichten. Du hast Klicks irgendwo drauf oder du hast mal irgendwelche Aussetzer oder Pops oder das wird dann alles nochmal gecheckt. Und dann wird es freigegeben. Da sagt der zuständige Redakteur, nee, das ist alles in Ordnung. Oder im Deutschen wird halt so geatmet. Ja, auch diese Fälle hatten wir schon. Das ist frei und sobald der Redakteur der Serie sagt, mit mir ist das Ding abgenommen, ist es dann auch abgenommen. Dann geht's raus. Okay, alles klar. Sag mal, kannst du eigentlich auch so Sachen machen wie, also ich bin großer Fan von Sons of Anarchy. Also ich hoffe, ich spreche so richtig aus, diese Rocker-Serie da, ja, fand ich super fantastisch. Jetzt habe ich die aber auch mal ab und zu mal im Original geguckt. Ja. Und da sind ja Jungs bei, die reden ja mit starken, beispielsweise irischen Akzent. Ja. Das ist ja komplett weg in der deutschen Synchro. Also der hätte wahrscheinlich bayerisch reden müssen. Ja, wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Du kannst ja jetzt kein Schwaben einsetzen oder so, ja. Du hast eigentlich dieses Problem bei ganz, ganz vielen TV-Geschichten. Und die Leute, die eben nicht im OV gucken oder im O-Ton, die kriegen das gar nicht mit, dass du manchmal ganz breite texanische Akzente drin hast, dass du dann als Übersetzer zum Beispiel, als nicht englischer Muttersprachler ein Problem hast und kannst überhaupt nicht verstehen, was der da gerade sagt. Und wenn die Conti dir das nicht hergibt oder das Skript nicht hergibt, dann hast du ein Megaproblem. Du kannst Akzente, sage ich mal, in gewissem Maße manchmal mit einbringen. Schottischer Akzent zum Beispiel im Deutschen. Ja, man hat die leichten Schottenakzent, kannst du machen, fällt mir jetzt gerade ein. Oder du kannst auch dann nicht englische Muttersprache, diesen typischen deutschen, französischen Akzent, kannst du den auch draufbraten, wenn es im Original so ist. Aber so kleine Feinheiten, die sind einfach nicht drin. Das kannst du nicht machen, weil wenn du die dann machst, dann wirkt es komplett unglaubwürdig. Absolut unglaubwürdig. Du kannst, wenn du einen russischen Darsteller hast, der Englisch spricht, hast du ja immer dieses leicht gutturale Russische. Das kannst du auch rüberbringen. Oder Spanisch geht auch. Aber dann ist Ende vom Lied. Also mehr ist da nicht zu machen. Das geht nicht. Wenn du dann das jetzt abgegeben hast und der Kollege dann nochmal den Feinschliff machst, bist du dann noch irgendwie am Ende mit dabei und kannst das Ganze nochmal sehen oder bist du schon längst mit den nächsten Projekten drin und siehst gar nicht das fertige Produkt, außer du guckst dir selber irgendwann Tage, Wochen später dann bei dir zu Hause an. Ja, also wenn ich die Redaktion mache für so ein Ding, dann bin ich bis zum Schluss mit dabei und da betreue ich das Projekt auch wirklich bis zur letzten Episode. Die nehme ich dann auch nochmal ab, ja, bevor sie dann weggeschickt wird. Die wird abgenommen bildmäßig, die wird tonmäßig abgenommen, die Untertitel werden abgenommen, die werden QC'd. Ich sage allerdings ganz ehrlich, wenn ich durch bin mit so einem Projekt, dann lege ich das erstmal weg und gucke es mir bestimmt ein Jahr lang nicht mehr an, weil du hast dann jede Episode 4, 5, 6 Mal gesehen, du bist im Studio dabei. Das reicht dann auch irgendwann mal. Wie ist das so mit deinem Filmgeschmack? Also, weißt du was, ganz ehrlich, also ich bin ja jetzt kein Freund von solchen Slasher-Filmen und sowas. Mhm. Und es gab ja mal diese Serie Saw, ja? Ja. Da habe ich mir auch überlegt, mein Gott, die müssen den ganzen Tag da im Synchronstudio rumschreien, als ob die da selber gerade von der Motorsäge erfasst werden und so weiter. Das ist ja für mich höchster Respekt, sich da so rein zu versetzen. Wie ist das denn mit dir, wenn du solche Sachen guckst? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, boah, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das mag ich auch nicht, kannst du ja ein bisschen auswählen? Oder musst du durch alle Genres dieser Welt durch? Du machst alles, du gehst durch alle Genres dieser
dieser Welt all das, was veröffentlicht wird. Das hast du auch zu machen, ob das jetzt eine Kinderserie ist für Kinder im Vorschulalter oder ob das Science Fiction ist oder sonst was. Klar hat man Vorlieben, was man super, super gerne macht und Sachen, die du eben nicht gerne machst, die müssen genauso ordentlich gemacht werden wie alles andere auch. Ja, und diese, weil du es gerade angesprochen hast, dieses ganze Torture-Porn-Zeug, das ist, also ich finde es furchtbar, ich mag es überhaupt nicht. Aber es muss gemacht werden, wenn es dann gemacht werden muss. Ja, es geht, ich kann mir auch vorstellen, dass die da auch echt danach echt mitgenommen sind, teilweise, weil die sehen ja die Bilder auch. Ne? Ist ja nicht so, dass die nur sagen, jetzt musst du mal schreien und guck eine Wand an, sondern die sehen ja wirklich die Szenen dann auch immer, ne? Ja, du hast vor allen Dingen bei solchen Geschichten oftmals ein super Problem, wenn irgendwelche Kinder in der Serie auftauchen. Das heißt, du brauchst ja dann Kinder zum Synchronisieren. Die kommen auch ins Studio, die Kinder, und mit denen arbeitet man. Die sehen oftmals das Bild nicht, weil es einfach zu brutal ist. Das kann man auch nicht machen. Da gibt es ganz strenge Vorlagen und Auflagen, wenn Kinder im Studio sind, um zu synchronisieren, was man denen dann zeigt und was nicht. Und das auch immer jemand dabei, der erklärt denen dann vorher, guck mal, jetzt passiert das und das und sonst was, aber es geht halt nicht anders. Ja. Man hat ja mittlerweile, wenn man den Nachspann, und ich gucke mir gerne Nachspann an, ich gehöre zu denen, die schon mal gerne da sitzen und immer da gucken, und du kennst ja Daniel Vogel vielleicht von Ari, der Kollege, der für den Ton ist. Ich sehe mittlerweile immer nur Daniel Vogel da bei deutschen Produktionen, da kartet man so manchmal drauf. Und mittlerweile ist das ja so, dass wir ja auch die Synchronsprecher da aufnehmen. Genau. Die haben das durchgesetzt, ne? Wie ist das? Da gibt ja auch einen Verband von Synchronsprechern, Synchronstudios, ist das richtig? Es gibt Verbände, es gibt die Gilde zum Beispiel, das ist ein Verband, und es gibt den Verband der Synchronsprecher. Ich finde das auch nicht schlecht, dass die hinten dran stehen. Ich würde mir oft wünschen, dass manche Leute, die es wirklich interessiert, auch dann wirklich bis zum Ende warten, um mal zu gucken. Ja, da sind die Hauptstimmen, die Charaktere, die werden dort genannt, da sind die ganzen Stimmen dabei. Sehr schön. Okay, lass mal gucken, was wir sonst noch für Fragen haben. Jetzt sind wir schon bei Amazon, da springen wir jetzt gleich hin. So bei deinem Arbeitgeber, wo du jetzt bist. Frage mal vorab, wird es neue Staffeln geben von Das geheimnisvolle Kochbuch? Kenne ich ja gar nicht, was ist das denn? Das ist, ja, es wird eine neue Staffel geben. Ich glaube, die letzte habe ich sogar fertig gemacht vor 5 oder 6 Monaten. Das ist eine ganz nette Serie übrigens über Jugendliche, die ein geheimnisvolles Kochbuch finden, mit dem man dann zaubern kann. Man kann also in der Zeit, wenn man bestimmte Gerichte kocht, kann man in der Zeit zurückreisen oder sich unsichtbar machen. Also ist wirklich sehr nett. Also zum Entspannen auf der Couch samstags Nachmittag. Und das läuft bei Amazon? Das läuft bei Amazon. Okay, alles klar. So, du hast das wie lange gemacht, dieses auf eigene Rechnung arbeiten, nachdem du von Paramount weg warst? Wie lange war es ungefähr? Es waren fast 2,5 Jahre. 2,5 Jahre, in denen ich praktisch, ja, hier in meinem kleinen Büro gesessen habe, mir die Finger wund geschrieben habe, dann zunehmend mehr Redaktionen übernommen habe, Redaktionsarbeiten, bis mich der Ruf von Amazon ereilt hat irgendwann. Und dieser Ruf von Amazon war, weil ich habe erfahren, Amazon hat in München ihr Zentrale. Da werden eine Menge verschiedene Bereiche von Amazon, weil das ist ja mehr als nur ein Päckchenversender. Ja. Amazon hat eben Amazon Prime, dann gibt es ja den ganzen Bereich Musik. Genau. Dann sind sie ja auch einer der größten Vermieter von Rechenleistungen, ne? Rechenzentren. Richtig, ne? AWS, Amazon Web Services, ist eigentlich einer der größten, die es gibt. Netflix läuft darüber zum Beispiel, ja. Ist so. Also Netflix hat die Server bei Amazon, und genau, da sind die ganzen Filme alles gespeichert. Weißt du, wie viele Rechenzentren die haben? Das müssen ja auch gewaltige Parks sein. Ich weiß nicht, was das für Serverparks sind. Das muss ja riesig unfassbar sein, oder? Das ist riesengroß, das ist unglaublich. Fußballfelder, große Hallen müssen das ja sein. Ne? Absolut. Ja, Wahnsinn. Okay, also die haben dich dann gefragt, hör mal, willst du nicht bei uns arbeiten, weil wir haben jetzt so viele tolle Inhalte, und dann hast du hier uns als festen Chris immer deinen regelmäßigen Check und was nicht alles. So in der Art wahrscheinlich. Und dann bist du jetzt da eingestiegen, kannst aber von zu Hause aus, obwohl die jetzt nicht so weit weg von dir sind, und du kannst wahrscheinlich weiterhin von zu Hause aus viel arbeiten, oder? Ich kann viel, Gott sei Dank, in meinem Job von zu Hause aus arbeiten. Es ist, was mir jetzt im Moment jetzt, nachdem wir ja alle verbannt sind in unsere vier Wände, was mir ein bisschen fehlt, ist der Flurfunk. Den braucht man immer mal, oder mal einen Kollegen zu sehen. Aber im Prinzip funktioniert das wunderbar. Man kann von zu Hause aus arbeiten.
Wir haben aber jetzt durch diese Corona-Geschichte die Situation, dass sämtliche Synchronstudios in Deutschland momentan geschlossen haben. Es passiert überhaupt nichts. Das heißt, derzeit keinerlei Aufnahmen, keinerlei Mischungen, nichts. Man kann wirklich nur vorbereitend arbeiten. Und meine Besuche im Synchronstudio, die sind momentan halt, ja, ist halt nicht. Und du wirst es gar nicht mal Funktioniert. nachholen können, weil die Zeit Das, brauchst du immer die gleiche und du naja, kannst klar. ja nicht einfach dreimal schneller sprechen, nur damit du jetzt mal mehr Folgen machen kannst. Das geht ja Nee, alles nee, nicht. das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Okay, das heißt, du und die Produktion ist jetzt auf der anderen Seite ja auch schon größtenteils zum Erliegen gekommen. Also somit fehlt euch ja auch wirklich der Nachschub nach dem Motto, ich könnte jetzt hier was vorbereiten, damit ihr Genau. dann in 3, 2, wann auch immer Wochen, Tagen, Monaten wieder anfangen könnt. Ja, wir können im Prinzip nur an den Dingen arbeiten, die wir auch angefangen haben. Oder man kann vorbereitend arbeiten bei neuen Serien, dass man eben wirklich Dialogbücher redigiert oder Untertitel vorbereitet und. Aber viel mehr kann man im Moment nicht machen. Dann sag doch mal, also jetzt bei Amazon Prime, ihr habt ja eigene Serien. Diese Serien, die dort, ich kann mich daran erinnern, dass es mal vor 2, 3 Jahren bei denen so einen Aufruf gab, wir wollen sowas machen wie einen Piloten. Dann wurde über Klicks, glaube ich, oder über was auch immer für Kommentierungen der Zuschauer abgestimmt, machen wir daraus eine Serie oder nicht. Da gab es doch irgendwann was mit irgendeinem blauen Typen, da so einem blauen Superhelden oder sowas, meine ich mal, hast du mal gegeben. Unter anderem gehörte das dazu, bei diesem Piloten. Das ist aber wiederum nicht der Fall. Mittlerweile geben die direkt Gas. Also wenn die sich entscheiden für ein Richtig, Thema, dann ganz machen die genau. auch da die ganzen Folgen auf einen Schlag, ne? Ganz genau, ganz genau. Es gibt sicherlich, es gibt ja die Folgen beziehungsweise die Themen für die Binge-Watcher, wo du wirklich alles mit einem Mal auf den Service stellst. Oder jetzt wie bei Star Trek Picard, wo du wöchentlich wirklich nur eine Folge hast, bis es fertig ist. Star Trek PK ist an diesem Wochenende, glaube am Freitag zu Ende Die gegangen oder letzte, Samstag, genau. war die letzte, ne? So, wie war deine Meinung zu der Folge oder zu der ganzen Serie? Wie hat es dir gefallen? Ich mochte die. Ich mochte die wirklich. Es gab schöne Reminiszenzen an die alten TNG-Geschichten. Seven of Nine, großartig gewesen. Patrick Stewart natürlich, fantastischer Schauspieler, wo ich immer sage, der wird eigentlich leider immer nur, wenn man von Patrick Stewart redet, fast immer nur auf Captain Picard Ja. reduziert oder auf seine Rolle in X-Men. Ist ein großartiger Schauspieler. Und ich freue mich wirklich, dass das nochmal geklappt hat. Vor allen Dingen, dass auch der Original-Synchronsprecher nochmal mit ins Boot kommen konnte, um praktisch Picard zu sprechen. Also da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Und da steckt viel Arbeit drin und viel Liebe in dieser Serie. Und wir freuen uns auf eine zweite Staffel, Die entschieden ist. die entschieden ist. Also das heißt, diese Folgen oder diese Staffel hast du natürlich wahrscheinlich auch so peu à peu bekommen und nicht alle auf einen Schlag, weil da war es auch noch so eng gefasst, dass die auch noch am Schneiden war, wäre vorne an schon die erste Folge lief oder war die an einem Stück schon fertig? Nee, also bei Star Trek Picard muss ich mich rausziehen. Die hat mein Kollege gemacht, weil ich habe an anderen Serien gearbeitet. Okay. Mein netter Kollege und lieber Kollege Stefan Josse, mit dem ich im Team arbeite bei Amazon, der hat sich um Star Trek Picard gekümmert. Okay, alles Das klar. ist nicht mein Baby gewesen. Dann erzähl doch mal, was du denn so gemacht hast, wenn du es erzählen darfst. Ach Gott, ich habe gearbeitet an Marvelous Mrs. Maisel Season 3. Ich habe an neueren Sachen gearbeitet, die jetzt kommen. Tales from the Loop zum Beispiel. Ich habe. Was ist es? Was ist es, Tales from the Loop? Tales from the Loop ist eine sehr, sehr ruhig erzählte Science-Fiction-Geschichte. Geht zurück auf einen skandinavischen Designer, vielleicht nicht Designer, sondern so ein Hätte ich Game-Designer jetzt an oder. Ikea gedacht. Ja, Tales from the Bjørn müsste das dann heißen. Modell Trelleborg. Nein, ist eine sehr ruhig, wirklich eine sehr ruhig erzählte Geschichte mit ganz tollen Bildern und Einstellungen. Spielt auf unserer Erde in einer Zeit. Irgendwas muss da passiert sein, das kommt da nicht raus. Jedenfalls gibt da ab und zu ein paar Roboter und das ist alles. Es gibt einen Loop, einen Fusionsreaktor unter der Erde und es geschehen ganz merkwürdige Dinge im Laufe dieser Serie. Also nicht so, sage ich mal, das Programm für den Entspannten Abend. Special-Effekt-affinen Ah, Kracher, okay. ne, sondern eher so ein bisschen auch was zum Nachdenken. Richtig schön. Ich würde sagen, nicht so ganz entspannt. Man muss schon dranbleiben. Also da muss man schon ein bisschen mitgucken und hören. Ja, klar. Bibi und Tina, ist das Ja. so eine deutsche Serie dann bestimmt, oder? Als Neu Serie, weil Kinofilme deutsche waren ja sehr Serie, erfolgreich. ne? Deutsche Serie, Realverfilmung, Detlef Buck Regisseur, freuen wir uns alle drauf. Tonspuren. Guck mal, er reagiert. Ja, ich zuck schon wieder. Scheiße, scheppert und wieder mit seinen Tonspuren.
Naja, also die Fragen kommen natürlich schon vor. Ne? Also wir halten mal fest, Amazon hat also ganz klar gesagt, wir wollen auch die Thematik Bildqualität nach vorne bringen. Also auch hier wird versucht, vieles in Ultra-HD-Qualität zu bringen. Und es wird auch versucht, in Dolby Atmos das zu bringen. So, jetzt auch hier wieder natürlich die Frage, kann man davon ausgehen, wenn englische Spuren vorhanden sind, dass die immer, wenn es geht, auch deutsch gemacht werden? Könnt ihr das mitentscheiden? Also hier wäre ja der Markt, der würde sagen, liebe Leute, macht es bitte. Ja, überlegt erst gar nicht, macht alles in Atmos, wenn ihr das schon in Englisch habt. Oder wo kommen die Entscheidungen her? Ist das eventuell auch wieder dort drüben in Amerika, wo das einfach zentral entschieden wird? Ja, es ist viele Entscheidungen in Amerika, natürlich, klar. Wir zucken, wir sagen, wir wollen, wir möchten und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man hat bei Amazon da wirklich ein sehr offenes Ohr für die Meinung und für die Expertise der Leute in den einzelnen Abteilungen. Das ist sehr angenehm. Und wir hoffen, dass es wirklich mehr wird in Zukunft. Amazon ist ja bei Dolby Atmos ein bisschen später eingestiegen als Netflix. Wir haben damals Jack Ryan, glaube ich, auf dem Service gehabt. Paramount-Produktion, da holt dann die Zeit wieder ein. Die war Atmos und ich hoffe, dass es mehr wird. Geile Serie übrigens. Ja, ganz gut. Obwohl die erste Staffel hat mir besser gefallen. Ich fand die zweite ein bisschen ruhiger. Die war wirklich okay. Aber die erste war klasse. Mhm. Aber auch das ist das, wo wir gerade drüber sprechen. Also die Serie kommt rein und dann müssen die doch eigentlich schon längst dabei sein, die dritte Staffel beispielsweise, die nächste Staffel schon zu drehen, während die schon die andere gerade senden, oder? Weil wenn du überlegst, das sind ja gerade mal 12 Monate zwischen Ausstrahlung und schon wieder Neustart, oder nicht, ne? Ja, also wenn ein Projekt erfolgversprechend ist, dann versucht man, so wenig Zeit wie möglich verstreichen zu lassen, um gleich anzuschließen dann. Okay, so an alle anderen noch, wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Chance. Ihr könnt ja sicherlich einiges fragen zu Serien. Ich gucke da mal eben nach der Herr der Ringe-Lizenz, auch die Harry Potter-Lizenz. Ja, also Herr der Ringe, das wollte man natürlich mal groß erwähnen. Also ihr wollt jetzt im Moment, also Amazon plant ja jetzt die teuerste Serie schlechthin zu produzieren. Mhm. Man hat, glaube ich, $1 Milliarde zur Verfügung gestellt, um da jetzt eine Vorvorgeschichte wohl zu produzieren. Auch wieder mit den üblichen Verdächtigen in Neuseeland, mit Wetter, glaube ich, ne, also oder Weta geschrieben. Das sind ja die Jungs, die mit damals die Herr der Ringe-Folgen gemacht haben. Also ein Megaprojekt und das läuft jetzt an und ist aber auch direkt wieder gestoppt worden, glaube ich, wegen Corona, ne? Ja, genau. Also es hakt so ein bisschen überall, aber es hakt nicht nur bei uns, es hakt bei allen Anbietern momentan. Ja, okay. Ja. Also Harry Potter-Lizenz, weiß ich nicht, Harry Potter ist Warner, ne, oder? Da kann man ja. Harry Potter ist Warner. Ja, ist Warner, ne? Ja, das geben die wahrscheinlich nicht ab. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder die Kohle muss natürlich wirklich wie auch immer hoch sein. So, bei Star Trek, PK, sind ja wieder die alten Sprecher dabei. Die sind ja schon etwas älter. Wie kommen die alten Sprecher mit dieser schnelllebigen Zeit klar? Oh, das ist eine super Frage. Ne? Mhm. Das sind alles Profis. Das sind wirklich alles Profis. Den aber, ich sag mal, ich habe keinen einzigen kennengelernt, der nicht Star Trek-affin wäre. Star Trek ist so ein besonderes Ding bei der ganzen Geschichte, auch für die Sprecher, die zelebrieren das. Die sind stolz drauf, wirklich bei diesen Serien wieder mit dabei zu sein und die haben Spaß dran. Ich meine, auch für Sprecher ist es manchmal so, ein Sprecher ist ein Job, jeder muss sein Geld verdienen und jeder macht so ordentlich wie möglich, aber auch Sprecher haben Vorlieben. Und ich kenne aber wirklich, ich habe selten bei einem Projekt mitgearbeitet, wo wirklich jeder total gehypt war. Was, also bei den Sprechern, ob das Star Trek Discovery war oder sonst was. Ich weiß, dass die bei Star Trek Discovery zum Beispiel, dass eine Schauspielerin sich zu Weihnachten vor 2 Jahren ihren Weihnachtsstern, das war das Zeichen der Sternenflotte, also die nehmen das wirklich mit zu Hause und die leben das. Das ist wirklich richtig cool. Naja, umso besser wird die Synchronisation, ne? Ja, klar, das macht auch Spaß. Ja, dann machen sie es nicht gelangweilt oder was auch immer. Das ist cool. Also, das ist schön zu hören. Dann haben wir, ja klar, Star Trek gibt 2 weitere Folgen, hast du gerade gesagt. Also diese, andersrum, nee, Star Trek PK, so ist es genau, diese PK. Ja. Da wird die 2. Staffel, das ist definitiv entschieden, das wird passieren. Mhm. Richtig, ne? War doch so, das, ne? Ja, ja, 2. Staffel ist bestätigt. Ja. Genau. Haben die das in 4K gedreht? Ist das schon bei euch jetzt auch technischer Standard, dass die Folgen heute nach Möglichkeit alle in 4K, ja, also die Serien, ja, produziert werden? Ja, soweit möglich, ja. Soweit wie möglich, okay. Ja. Jetzt haben wir natürlich, weil ich kriege auch schon ein paar Hinweise hier bezüglich Bildqualität auf Leinwand. Ja, im Moment ist die Bildqualität nicht auf dem Niveau, wie sie sonst sein könnte. Klar. Auch hier habt ihr entsprechende Reduzierungen angekündigt, die aber sehr variabel ausfallen können. Ich hatte vor ein paar Tagen wieder auch geguckt, was bei den Kollegen von Netflix, das sah wirklich gruselig aus. Dann habe ich gestern Abend wieder meine unorthodox zu Ende geguckt und siehe da, die sah top aus. Also es scheint auch wirklich sehr schwankend irgendwie zu sein. Okay. Aber ihr gebt in Kürze wahrscheinlich dann wieder ordentlich Bits und Bytes in die Leitung rein.
Ne? So, was haben wir noch hier? Gibt es noch was? Vielleicht können wir das auch. Ach, wird noch was von Shannara Chronicle kommen? Sagt ihr das was? Ja, bestimmt. Sagt ne? mir im Moment noch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, ich habe das mal gesehen als Vorlaufbildchen, ja. Muss ich gucken in der IMDb? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Warum gibt es Serien, die bei Prime Abo drin sind, in HD und 4K immer separat und nicht wie bei den Mitbewerbern, wenn das Endgerät 4K kann, wird es in 4K angespielt und sonst eben schlechter. Was war das? Warum gibt es, boah Mann, nochmal, warum gibt es Serien, die bei Prime Abo drin sind, in HD und 4K immer separat und nicht wie bei Mitbewerbern, wenn man das Endgerät 4K kann, wird es in 4K angespielt? Ah ja, ich verstehe. Das stimmt, es kann vorkommen, du hast eine Spalte bei euch in der Übersicht, da siehst du die Serie in der normalen Qualität und dann gibt es ja eine Spalte, die heißt 4K. Mhm. Ne, genau wie es eine Spalte Komödie gibt und genau, Kinderfilm genau. und so weiter. Das ist mir auch schon passiert, das stimmt. Dann siehst du die in der ersten Spalte und sagst, ach, da ist ja die Serie und dann guckst du aber nicht 10 Spalten tiefer, ach, die gibt es ja auch nochmal in 4K. Okay. Bei anderen ist es so, dass du dann siehst, die Maximalqualität der Serie ist 4K. Und wird auch, wenn das Gerät das kann, in 4K abgespielt, ansonsten kleiner. Also ihr separiert das nochmal. Vielleicht mal Feedback vom Markt, mal weitergeben für euer nächstes Thema. Mache ich sehr, sehr gerne. Das ist eine interessante Anregung. Das stimmt, das finde ich auch unübersichtlich. Weil du findest es nicht nebeneinander. Du kannst Richtig. Das nicht sehen, weißt du? Mhm. Man macht eigentlich diese Sachen, das ist ja, das finde ich wiederum cool, aber ich nutze das so selten, diese wahnsinnige Arbeit, jeden, der durchs Bild läuft, auch nochmal unten anzuzeigen mit dieser X-Ray-Funktion, wo der mitgespielt das ist hat. Irre. Das ist ja irre, die Arbeit, oder? Das ist absolut irre. Hänge ich leider auch nicht drin, würde mich aber auch interessieren. Eines Tages treffe ich den Kollegen noch auf dem Flur irgendwo, die dafür verantwortlich sind. Das muss ja ein wandelndes Lexikon sein. Natürlich hat der IMDb neben sich, aber der guckt ja wirklich, dass er die Gesichter alle erkennt und die Namen weiß und was nicht alles da, ne? Ja, es ist Wahnsinn. Und ich denke, sowas wird heutzutage auch bei Metadaten, bei sogenannten Metadaten hinterlegt, die das alles auswerten. Also da ist die Technik ein sprudelnder Quell der Überraschung, sage ich mal. Also das ist wirklich irre. Ich habe das auch mal gesehen, beziehungsweise zieh es mir ab und zu mal rein, wenn man es am Rechner guckt oder so und man geht mit der Maus rüber, dann taucht das Genau, dann kommt das ja auf. Sofort. Das kommt ja? automatisch. Also ich finde, das ist eine coole Option für die Leute, die wirklich tiefere Einblicke haben. Man muss dann eigentlich den Film zweimal gucken. Ne? Beim ersten Mal lässt er erstmal sein, weil sonst bist du nur am Gucken da. Ne? Ja, ja, klar, nee, macht ja auch keinen Spaß mehr. Dann. Ja, genau. Ja. Mhm. Dann habe ich hier die nächste Frage. Ja, klar, jetzt geht natürlich so Sachen wie, warum werden Staffeln abgesetzt, auch wenn Zuschauer vorhanden sind, aber zu wenig neue Abonnenten generiert werden, Fragezeichen, nicht Fragezeichen. Ihr habt ja schon eine wirkliche Messmethode. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon sehr genau, wie lange bleibt der dran, wann geht der raus aus dem Film, bleibt der die ganze Zeit dran, so wie mit YouTube-Analyse ist und Ähnlichem. Kriegst du da auch was mit? Ist das nochmal, das machen die wo zentral in Amerika, dass sie so eine Marktforschung durchführen? Das ist zentral, das wird durchgeführt. Also da kriegen wir relativ wenig von mit. Wir erfahren es dann eigentlich auch erst immer, wenn irgendetwas abgesetzt wird oder nicht weitergeht. Oder man hat dann irgendwann auch ein gewisses Gefühl dafür. Ja? Wenn man irgendwann in der 5. Staffel ist oder 6. und es zieht sich dann wie Kaugummi irgendwann. Und natürlich ist es schade, wenn es dann irgendwann aufhört und keinen richtigen Schluss hat. Aber da haben wir jetzt, also in der Abteilung, in der ich bin, haben wir da keinerlei Einfluss. Aber drauf. So ein Bauchgefühl hast du dann schon, dass du sagst, das ist ein Knaller oder das Ding wird aber wahrscheinlich die nächste Saison nicht mehr erleben oder klar. so. Ja. Ja, nee, man merkt es ja auch und man merkt dann auch die Ankündigungen. Also ich weiß, dass ich jetzt spätestens in 4 Wochen anfange oder 3 Wochen sogar mit The Expanse Season 5. Auch da geht es in die nächste Staffel rein. Aber das ist eben auch ein Lieblingsthema von Jeff Bezos, von unserem Chef, unter allem Science Fiction und The Expanse. Da steht er drauf und ich bin froh, dass die Serie bei Amazon weitergeht und nicht in der Versenkung verschwunden ist. Sehr cool, sehr cool. Dann haben wir das. Also das ist die Thematik mit den Zuschauern und den ganzen entsprechenden Marktforschung, die er natürlich da schon macht. Dann haben wir die nächste Frage. Warum gibt es viele Originalproduktionen, die nur in minderer Qualität zu streamen und nicht auf Blu-ray erscheinen? Klar, die Frage gibt es auch. Es sind ja so, dass schon Serien, die gemacht sind, dann später auch wirklich als Blu-ray nochmal veröffentlicht werden. Die also für einen Streamingdienst vielleicht entstanden sind oder ähnliches. Ich sag mal, mir fällt jetzt eine HBO ein, das war Tschernobyl. Das ist ja eigentlich eine Serie, die man eigentlich für HBO gemacht hat. Dann ist sie im Streaming überall gelaufen, dann wurde sie natürlich als Blu-ray gemacht. Sind das auch Sachen mit Rechten oder gibt es generell eine Aussage von Amazon, die sagen, wir wollen unsere eigenen Sachen nie auf Blu-ray veröffentlichen, weil nur im Streaming? Nein, das hat damit eigentlich relativ wenig zu tun. Das geht dann, wie gesagt, wieder auf Dinge zurück. Wenn es jetzt keine eigenen Serien sind, keine Exclusives oder Originals, dann ist das wieder die Sache der Studios in Hollywood, die sagen, lohnt sich der Aufwand, da noch einen physischen Release zu machen?
sind wir nicht durch bei Streaming, keine Ahnung. Das sind Dinge, die marketingtechnisch und finanztechnisch entschieden werden. Okay, Ja. dann eine kurze technische Frage, die hatte jetzt weniger was mit euch zu tun. Dolby Vision für Apple TV kommen, das ist nach meinem Kenntnisstand vorhanden. Dolby Vision geht mit Apple TV 4K, wird hier auch angezeigt. So, jetzt wieder eine Sache, die hatte wiederum was mit euch zu tun. Das war diese Serie Carnival Row Season. So, die wurde ja sogar zuerst nur in Englisch gezeigt. Ne? Die hat Ja. man ziemlich zeitnah direkt bei euch reingepackt. Ja. In Englisch, die Synchro brauchte dann 3, 4 Monate, glaube ich, und dann war die Richtig. auch verfügbar. Wie kommt Genau. sowas zustande? Wolltet ihr die unbedingt schon mal vorab zeigen oder ist der englischsprachige Markt in Deutschland auch stärker im Nee. Kommen? Nee, das sind genau diese Dinge, die dann passieren, wenn entschieden wird, eine Serie hat richtig viel Potenzial, aber die einzelnen Territories, ob das jetzt Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, es sind von der Synchro noch nicht so weit, dann tut man sie erstmal auf den Service drauf. Und später wird die deutsche Version nachgeschoben. Das passiert dann einfach. Ist denn für euch erkennbar, dass die Deutschen anfangen, ein bisschen so Synchronmuffel zu werden und mehr vielleicht Englisch, weil jüngere Generationen mit Englisch ja größer werden? Hat sich nicht geändert über die Jahre? Da hat sich über die Jahre nichts geändert. Deutschland ist nach wie vor ein Synchronland, historisch gewachsen, genauso wie die anderen Territories auch. Wir haben ja diese Diskussion immer geführt. Ich kann mich erinnern zu Zeiten der VHS noch. Da gab es ja die bösen Importeure, die ja dann NTSC, VHS-Kassetten importiert haben und das war alles ganz furchtbar. Und das Ganze wurde dann obsolet, als die DVD kam, also als man praktisch switchen konnte zwischen den Sprachen. Es ist aber nach wie vor so, dass das ist jetzt keine sehr abwegige Einschätzung. 95% der Konsumenten in Deutschland gucken eine deutsche Synchro. Es ist einfach so. Würde man sagen, Leute, ab sofort nur noch Englisch und sonst was. Ich glaube, wir würden hier Mega-Verluste fahren. Und zwar jedes Studio. Das ist einfach so, dass synchronisiert wird. Aber man kann ja ganz klar sagen, wenn man uns im internationalen Vergleich sieht, so gehört die Synchro in Deutschland schon zu den allerbesten und professionellsten in der Mehrzahl, würde ich mal behaupten. Das stimmt und es sind im Zuge der Erweiterung der EU ja weitere Synchronländer hinzugekommen. Man sieht jetzt mehr Synchros zum Beispiel oder professionelle Synchros aus Tschechien, aus Russland, aus Ungarn. Da kommt immer mehr dazu. Also diese Vereinheitlichung auf Englisch haben wir wirklich nur in ganz wenigen Ländern hier in Europa. Die Skandinavier zum Beispiel, die können sich eine Synchro überhaupt nicht vorstellen. Die gucken mit Untertiteln, wenn sie gucken. Unsere holländischen Nachbarn sind da wesentlich besser, was Englisch angeht, als wir Deutschen. Müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Man fragt sich immer, womit es zu tun hat, ob es unser Bildungssystem ist oder sonst was, ob man die Leute nicht früh genug ranschiebt an die englische Sprache. Da kann man, glaube ich, Bücher drüber schreiben, über dieses ganze Thema. Aber in absehbarer Zeit gehe ich persönlich jetzt nicht davon aus, dass mehr Englisch geguckt wird. Ich finde es schön, dass die Option da ist. Man kann es tun, aber zu sagen, der Synchronmarkt wird kleiner oder verschwindet, so, das ist dünnes Eis, auf das man sich begibt. Du hast gerade erwähnt, Russland. Was meinst du mit Russland? Synchronisieren die Russen also Filme in Deutsch? Oder meinst du jetzt, dass die Russen anfangen, ihre Filme, die englischen, auch russisch zu Nee, synchronisieren? die russische Filme, wir haben eine russische Serie auf dem Service, die ist in Deutsch synchronisiert aus dem Russischen. Zum Beispiel Gold Diggers heißt die Serie. Ja, kenne ich. Das ist so ein bisschen Mafia, ne? Ein bisschen Mafia und so, ist auch noch gar nicht so alt. Das ist Nee. zum Beispiel eine russische Serie, die in Deutsch synchronisiert wurde. Da ist die Lizenz gekauft worden und dann wird eben synchronisiert. Was wieder neue Herausforderungen macht, weil man ja zu 99%, sage ich mal, aus dem Englischen synchronisiert. Ansonsten hat man ab und zu mal eine spanische Produktion oder eine italienische, portugiesische, aber jetzt auch mal eine russische. Auch da tut sich was. Hallo, warum blendet ihr in Filmen seit 2 bis 4 Monaten bei den Abspannen sofort den nächsten Filmvorschlag ein? Ich muss echt sagen, das ist nervt. Man muss immer schnell zur Fernbedienung greifen. Kann Das ich nicht. macht die Marketingabteilung. Das sind die Kollegen hinter dem Schrank Kann wahrscheinlich. ich nicht sagen. Ja, Weiß ich nicht. genau. So, können wir uns zu Weihnachten wünschen, Star Trek Picard in 4K und Dolby Atmos auf Blu-ray oder HD-Ton? Gibt es eine Aussage, ob das irgendwann mal auf einem physikalischen Datenträger verfügbar sein wird? Ich bin ganz weit weg von der Auswertung, Okay. was physische Datenträger angeht. Wenn ich es wüsste, würde ich sofort eine Vorbestellung aufgeben. Hast du eine Idee, was ja gerade in der Branche, es geht ja, da werden wir auch vielleicht für alle, die jetzt natürlich zugucken, auch mal nochmal sich so die nächsten Termine aufschreiben wollen von unseren Live-Chats, weil wir die ja weitermachen werden. Nächste Woche Freitag werde ich mit Oliver
Pasch reden. Oliver Pasch war auch schon mehrfach auf YouTube mit uns zusammen und hat dort seine Kinos vorgeführt, weil er war dort früher beim Cinemax technischer Leiter, dann ist er bei Sony gewesen, digitale Projektion, und jetzt ist er bei einer Firma, das muss ich mir selber nochmal persönlich erklären, Cinionic heißen die, das ist wohl ein Dienstleister in der Kinobranche, also in der professionellen Kinowelt. Ich gehe mal davon aus, bei ihm kann ich jetzt einen Projektor, die Stühle und das Popcorn kaufen. Mhm. Also der scheint alles zusammen anzubieten. Und wir wollen uns mal über die Situation des Kinos unterhalten, weil die haben natürlich auch richtig üble Zeiten. Alles zu, kein Popcorn verkaufen. Also wie die das überstehen wollen, das ist ein Rätsel. Und das tut mir wirklich unheimlich weh, aber das ist ja für viele Branchen in diesen Stunden. Das vergisst man schnell, wenn wir jetzt hier so ein bisschen hier über Themen reden, wo es alles so wunderschön ist. Aber das ist richtig hart. So, und jetzt sind ja tatsächlich Filme, die ja jetzt seit 1, 2, 3 Wochen vielleicht noch hätten im Kino laufen können, plötzlich schon zum Streaming da. Ja. Das ist ja auch für mich persönlich, also ich weiß ja, dass man ja, wenn man die entsprechende Technik hat und das notwendige Portemonnaie, dann gab es ja schon Spezialfirmen weltweit, die haben mir dann, also wenn ich in der Mongolei da meine Riesenbude habe, dann durfte ich ja da schon Star Wars zum gleichen Tag gucken. Ich habe dann eben nur ein paar hundert Dollar oder vielleicht sogar $1,000-2,000 überweisen müssen. Dann wurde ich als privates professionelles Kino eingerichtet oder angenommen, ne, mit der Kundennummer oder wie auch immer. Mhm. So, und die Filmfirmen denken ja immer häufiger laut auch schon mal nach, einen Film parallel zum Kinostart für 17, 18, 20 Dollar oder Euro anzubieten. Jetzt passiert das ja durch diese Notsituation immer mehr, wo ich persönlich glaube, da werden die auch sicherlich die anderen Rückschlüsse draus ziehen. Das ist ja technisch für die auch nicht ganz ohne, ne? Jetzt zu sagen, pass auf, der Film kommt jetzt einfach mal umgewandelt als Streaming, oder haben die das alles schon fertig? Hast du ein bisschen was am Rande mitbekommen? Seid ihr auch davon betroffen? Weil ihr bringt ja auch, glaube ich, das eine oder andere Ding schon, ne? Als Film für Geld sofort zu bekommen. Ne? Ich habe es gelesen, aber das ist natürlich jetzt eine Diskussion, die... die nicht so einfach ist, weil die Kinoleute kämpfen in der momentanen Zeit ums Überleben. Die haben es vorher auch schon nicht einfach, Besucher zu generieren, praktisch ihre Kosten reinzuholen über andere Geschichten. Und ein Kinobesuch ist nur jetzt heute kein Zwei-Groschen-Vergnügen mehr. Das ist schon teuer geworden mit einer Familie, das ist ganz klar. Und die Kinos müssen immer mehr bieten und dementsprechend investieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt die zukünftige Ausrichtung ist, parallel zum Kinostart den Stream anzubieten. Es gab ja diese Diskussion vor Jahren schon, parallel zum Kinostart die DVD oder die Blu-ray anzubieten. Ich denke mal, diese Fenster, die werden bleiben, ja, weil man macht eine ganze Branche im Prinzip dadurch natürlich kaputt. Was soll man da noch bieten als Kinobetreiber? Ja, wenn da jetzt noch Sachen wegbrechen. Ich kann es noch einsehen und nachvollziehen in der derzeitigen Situation, wenn man eh keine Besucher generieren kann. Aber ein Kino ist immer noch mal eine andere Nummer, als zu Hause zu sitzen, wenn man jetzt nicht das Riesenheimkino hat, vor einem 50-Zöller zu sitzen. Da ist ein Kinobesuch immer noch ein Erlebnis. Und das sollte auch bleiben, meiner Meinung nach. Ja, wir sehen uns auch. Also du siehst ja bei uns, das ist unser Grobi-Kino, was im Hintergrund mich da anschaut. Da sehen wir als Ergänzung. Also man guckt den Film im Kino und ein halbes Jahr später kann ich mir das Ganze dann nochmal zu Hause angucken und dann sammle ich und dann gucke ich mir eben den anderen Film einfach schöner an und nicht auf so einer kleinen Glotze. Ja. Absolut, das sehen wir genauso. Gut, ja, es sind harte Zeiten, definitiv. Sag mal, McMafia fällt mir gerade ein und das steht auch hier. McMafia war eine coole Serie. Weißt du, ob es da eine zweite Staffel geben wird? Ist das momentan bekannt? Okay, weiß ich nicht. Kein Problem. Kein Problem. Frage, könnte es sein, dass Streaming irgendwann Blu-ray und 4K-DVDs vom Markt verdrängen? Ja, würde ich sagen, ja. Ja. Sehen wir, glaube ich, beide. Alles deutet darauf hin, obwohl ich bin ja immer noch ein Freund des physischen Produkts. Ich muss hier was zeigen. Man sieht es im Hintergrund. Gerade auf meinem Tisch liegt. Ja. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist meine letzte Neuerwerbung. Und die habe ich mir auch nur geholt, weil ich weiß, wir hatten damals bei Paramount Watchmen auf Blu-ray veröffentlicht, aber nicht den Director's Cut. Aufgrund einer Rechtefrage. Watchmen in den USA ist bei Warner. Plus es gab ja noch dieses wundervolle Tales from the Black Freighter, also dieses animierte Teil, was eigentlich dazugehört. Und wir haben damals, ich weiß noch, die Marketingabteilung, als auch ich, wir haben gekämpft, wir haben mit dem Studio gesprochen, wir sagen, Leute, bitte, 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 wir wollen den Director's Cut, und wir haben die lapidare Aussage bekommen, wird niemals in Deutschland erscheinen. Und dann sehe ich dieses Ding hier. Sofort zugegriffen, bevor einer... Und habe sofort zugegriffen, und da dieses Meisterwerk fast 4 Stunden geht, hoffe ich, dass ich jetzt in den nächsten Tagen mal Zeit habe, mir diesen Film anzuschauen, so wie er eigentlich mal geplant war. Ich gönne es dir. Ja.
Ja, jetzt kommen so ein paar technische Fragen. Wir können ja mal gucken, wie weit das hier geantwortet werden kann. Beispielsweise wird gefragt, so eine Datei, ich weiß gar nicht, wie der weiß, wie groß die Dateien sind, 700 MB groß, kann man sagen, so ein Film, 700 MB steht ja gerade drin bei 90 Minuten, ist ja nicht allzu viel, aber scheint so zu sein. Das ist nicht viel. Scheint zu reichen. Ja, es scheint zu reichen. Ich sehe ja, wie groß die Daten sind, wenn man ein MPEG-Video sich anschaut, stellenweise von einem Film mit 14, 15 Gigabyte unkomprimiert, wenn man dann auf 700 MB runtergeht. Es ist wie zu MP3-Zeiten. Ja, ja, so ist es. Handmaid's Tale ist eine ziemlich coole Serie wohl, die auf Amazon auch läuft. Kann Handmaid's das sein? Das kann sein, ja. Ich meine, die lief auch bei der Telekom, also die haben ja auch so ein eigenes Ding da irgendwie, ne? Weißt du, was mit dritter Staffel ist? Ob es da was kommt? Nein, habe ich noch nichts gehört. Okay, werden Disney-Produktionen, das ist natürlich auch ein Knaller hier, ne? Also Stichwort Disney, das hat euch doch wahrscheinlich auch betroffen. Weil Disney, Disney hat ja einen eigenen Streaming-Dienst, wissen wir alle, wurde ziemlich gehypt. Und ich muss sagen, die Enttäuschung ist schon ein bisschen da. Ja. Bis auf ein, zwei neue Dinger ist alles das, was man vorher bei den anderen gesehen hat. Es ist jetzt alles auf einer Plattform. Mhm. So, das heißt, ihr musstet natürlich da auch ein paar Sachen wieder abgeben, weil eure Verträge ausliefen oder weil eben das dann so eben in dem Fall ist. Ne? Was haben die denn? Frage hier. Werden Disney-Produktionen weiter bei Prime gezeigt? Wie ist denn da der Plan? Ja, das ist wahrscheinlich eine reine Vertragsgeschichte. Das ist eine reine Vertrags- und Lizenzgeschichte. Ja. Genau, wenn es irgendwie geht, geben die, müssen es abgeben und dann sammeln die das alles. Ganz genau. Okay, es wird gefragt, wie du denn privat, weil da hinten, das ist ja hinter dir kein Hintergrundfoto, das sind ja wirklich Originale. Ach so. Da hast du auch ein paar so Sammler. Was ist das dunkle Ding eigentlich denn, wollte ich dich die ganze Zeit fragen. Da oben links ist ja der Kopf von iRobot, ne? Ja, warte. Was ist denn das dunkle Ding da in der Mitte? Warte, warte, Moment, dann muss ich rübergehen. Mach das mal. Ah, ich hab's geahnt. Ja, alles klar, ich hab's geahnt. Das ist ein Alien. Was hat er genau für eine Bezeichnung? Ist das die Mutter, der Papa oder wer ist das? Mein Alien Collector's Head, das ist die ganze DVD-Edition von damals von Alien. Ja, du scheinst ein Alien-Fan zu sein. Nö, nicht unbedingt, aber es ist ein cooler Film und der gehört in eine ordentliche Sammlung rein. Der hat Geschichte geschrieben. Ja, ja. Von daher habe ich dieses Ding mir irgendwann mal zugelegt, aber das ist jetzt auch, ich merke gerade, ich muss da oben mal Staub wischen. So ein kleiner Reflex ein bisschen. Ja. Schön die Hände waschen, immer schön. Ja. Okay, ist das cool. Sag mal, genau, du wird gefragt, wie guckst du denn Filme? Das wäre natürlich die Frage. Muss ich vorbeikommen? Muss ich dir ein paar Lautsprecher und Beamer und eine Leinwand mitbringen? Oder hast du das schon alles? Oder hast du einen großen Fernseher? Was solltest machst du selber? Tun. Also ich war, sag ich mal, bis vor ein paar Jahren der absolute Nerd und Early Adopter, was neues Equipment anging. Das gipfelte dann irgendwann mal in 7.2 mit identischen Lautsprechern. Schauspielern ist auch gut, ja. Schauspielern, identische Schauspieler. Nee, mit identischen Lautsprechern und mit allem Schnickeschnacke und drum und dran. Und habe dann gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr dazu gucke, irgendwas zu sehen, sondern nur noch Staubfänger da stehen gehabt und bin jetzt zurückgegangen, ganz, ganz klassisch und ganz klein. Ich habe einen 65 Zoller an der Wand hängen, ich habe einen schönen 4K-Player dafür zum Gucken. Tut mir leid, Patrick, also da bietet sich dir... Mein Mitleid ist mit dir, ne? Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt so ein alter Sack, dass ich mir vor 2 Jahren wieder einen Plattenspieler gekauft habe und ganz klassisch Stereo höre. Das ist super. Meine Nichte, gerade 20 geworden, ne? Schöne Grüße, die hat sich unbedingt einen Plattenspieler gewünscht. Ja, ich dachte, willst du das Ding zur Deko verwenden oder willst du auch wirklich Schallplatten kaufen? Nee, ich will auch Schallplatten kaufen. Jetzt haben wir das Beste draus gemacht. Jetzt hast du so 2 Multiroom-Lautsprecher, da ist dann auch Napster und Spotify drin. Klar. Und mit Schallplattenspieler kombiniert ist alles da. Ja, das ist cool, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja. Aber du hörst hier wirklich auch mal ab und zu mal noch Musik an, ja? Ich höre mir richtig Musik an und dann genieße ich es aber auch. Gut. Das ist und höre mir das ganz klassisch in Stereo an mit ein paar Studio-Lautsprecher und da bin ich glücklich. Das ist alles okay. Sehr schön. So, hier wird nochmal kurz nach einem Produkt gefragt, was wir im Programm haben. Der gute Christian Bartsch mit seiner Gruppe da und Team hat ja das gute Stück, kann man es sehen, ja das hier gemacht. Das ist ja, ich weiß nicht, kennst du die? Hast du die auch? Oder also die große von denen? Das ist ja das Prince-Konzert. Bist du Prince-Fan? Ich bin Prince-Fan.
Okay, absolut. Das war meine. Das ist jetzt deine. Ja? Danke, danke. Gebe ich dir zu. Für alle, die das gerade gesehen haben, der gute Christian hat ja da ein paar tausend Stück produzieren lassen in so einem LP-Cover, sag ich mal, Gehäuse war das cool. Ganze. Wäre richtig coole Sache. Sehr, sehr aufwendig restauriert in HD, weil der Film oder die Aufnahmen waren in 35 Meter vorhanden und dann das Ganze in Auro und Atmos. Und wir haben dann jetzt nochmal insgesamt 1000 Stück produziert in dieser Ausführung. Die geben wir all unseren Kunden mit, die bei uns einen Dolby Atmos oder Auro 3D-fähigen AV-Receiver kaufen oder cool. Zubehör dazu. Ja, das ist ein cooles Ding. Ist mal echt Spaß da. Also wirklich beeindruckend, was die Jungs da gezaubert haben. So, was haben wir sonst noch? Naja, es wird immer gefragt, warum noch so wenig 4K-Inhalte ist im Verhältnis zu der... Was habt ihr überhaupt an Titeln? Gibt es da so eine Zahl, was ihr momentan an Titeln insgesamt so auf eurem Archiv habt, an Filmen? Kann ich dir gar nicht sagen. Also das weiß ich gar nicht. Meinst du gesamt, was wir überhaupt auf dem Service haben? Oh, das müsste verdammt viel sein in der Zwischenzeit. Ja, ne? Da ist noch jemand ein großer Watchmen-Fan, lang lebe Zack Snyder. Ja, genau. Yeah. hast du am Rande mal so Diskussionen schon mitbekommen, dass man auch schon mal drüber nachdenkt, den Dienst weiter aufzubohren zum Thema Stichwort 8K? Ja, super tolles Thema. Ich denke, wir überspringen das und gehen dann zu 16K. Irgendwann. Ja, machen wir. Okay, ja. Alles klar. Ich finde auch, das ist wahrscheinlich total alt. Da reden wir seit 3 Jahren schon drüber. Eben. Ja. Es ist also 8K, ich habe zu 8K wirklich noch nichts gehört bei uns. Also ich freue mich, wenn alles dementsprechend 4K dann irgendwann ist. Okay, Staffel 3 hat es von Handmaid's Tale schon gegeben. Na, guck mal an, hier lernen wir auch noch was. Für alle, die generell mal so einen Überblick von Scheiben oder von Serien und sowas haben wollen, es gibt eine sehr, sehr coole, das muss ich mal aufpassen, wo ist es? Ist App, die heißt Wer streamt es? Kennst du die? Die habe ich schon von gehört, ja. Habe ich schon gehört, war ich vor ein paar Tagen drauf. Ich halte das mal hier rein. Ja. Wer streamt es? Ja. Die müsste kostenlos sein. Man kann eventuell was freischalten, aber grundsätzlich funktioniert die schon direkt in der kostenlosen Variante. Man gibt den Namen seiner Serie ein und dann oder seines Films und dann kann man sehen, welcher Anbieter die zu welchen Konditionen schon anbietet, entweder separat bezahlbar oder schon in den pauschalen Angeboten drin und auch in welcher Auflösung und so weiter. Ist eine sehr coole App. Sehr coole App. So, okay, 3. Staffel sehr langsam gespielt. Ich weiß nicht, was das gemeint ist, aber scheint sie ein bisschen gezogen zu haben. So, Colored Escape, das kannst du knicken. Das wird in Deutschland leider nie kommen, außer du hast ein Schiff, dann musst du auf internationale Gewässer und dann darfst du Colored Escape einschalten. Da gibt es nämlich ein paar rechte Probleme. Wann kommt der Herr-der-Ringe-Serie? Ja, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Und wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger. Noch ein bisschen dauern, Sie wird allerdings kommen. Also das ist kein Thema, das ist klar. Ich habe noch ein, zwei Sachen von meiner Seite. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt uns das bitte. Ach, guck mal, Thorstens Lieblingsserie, genau. Was ist so, da hätte ich auch so ein paar Fragen. Deine Lieblingsserie so in letzter Zeit gewesen oder generell, was so ein Highlight für dich immer wieder? Also ein Highlight ist für mich, ohne jetzt bitte nicht falsch verstehen, Werbung machen zu wollen für eine neue Serie auf Amazon, die kommt. Highlight ist Upload, möchte ich euch ans Herz legen. Ist eine sehr, sehr witzige Serie. Demnächst bei Amazon. Ich gucke Penny Dreadful. Ist zwar schon ein bisschen älter, ich mochte diese Serie unglaublich gern. Was habe ich noch für eine Serie? Als Trekkie Picard natürlich, Discovery natürlich, überhaupt kein Thema. Und ich taste mich auch wieder mal an die alten Sachen ran, die man ja doch dann immer ganz gerne mal schaut. Die TNG-Geschichten. Ich gucke eigentlich querbeet alles, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich jetzt sofort unbedingt sehen und ich muss alles sofort durchsehen davon. Ich teile mir das immer ein kleines Stückchen ein, privat. Hat dich schon mal so dein Bauchgefühl komplett überrascht oder enttäuscht, wo du sagst, man, das hätte eigentlich ein Knaller werden sollen und ist warum auch immer nicht gelaufen? Gibt es da vielleicht so die eine oder andere Geschichte schon mal? Weil du hast ja da, wie du sagst, ja natürlich schon einen sehr frühen Einblick, ne? Ja, es gibt immer Sachen, wo man sagt, hey, das ist großartig und gigantisch gestartet und hat gnadenlos abgenommen und ist abgeflacht und macht überhaupt keinen Sinn mehr. Gott, das ist schwer bei der Masse an Zeug. Aber ich sag mal, als Beispiel Silicon Valley, ich weiß nicht, ob dir die Serie was sagt, die ich unglaublich witzig finde, geht um das Silicon Valley und um so Start-up-Firma und ums Internet. Fantastische Serie. Die mochte ich bis zum Schluss, waren 6 Staffeln, glaube ich.
Die letzten Apple-Serien, bei denen ich Redaktion gemacht habe, zum Beispiel For All Mankind, bevor ich bei Amazon gestartet bin. Das ist die, wo die Russen, wo die Russen zuerst auf dem Mond waren. Da hast du daran gearbeitet. Die habe ich redaktionell betreut, die Serie. Die fand ich großartig. Ich habe gleichzeitig betreut Sie im Reich der Blinden, auch eine Serie mit der... Die finde ich super. Ja, ich fand sie irgendwie ein bisschen, also die hatte mir zu viele Logiklöcher zum Schluss. Auch die habe ich redaktionell betreut. Hat die natürlich ein bisschen. Ja. Aber ich fand sie sehr faszinierend irgendwo. Also die war natürlich am Anfang nicht, mein Gott, wie wollen sie denn da jetzt eine Serie draus machen, als ich die erste Folge sah. Aber dann fand ich die gut. Und weißt du, was bei der auch wirklich sehr beeindruckend ist? Die Bildqualität. Ja, also das stimmt. Die Bildqualität war der Hammer. Für Streaming, Vor allen Dingen war die unglaublich schwer zu bearbeiten. Also da war es super schwer, eine deutsche Fassung zu machen, weil du musstest ja vermeiden, Ausdrücke wie, ey, das habe ich kommen sehen oder sonst irgendwas, weil die sind ja wirklich alle blind. Also du musstest wirklich 10-mal überlegen, wenn du übersetzt und geschrieben hast, wie nennen wir das? Was machen wir das? Wie nennen wir zum Beispiel die Gruppe, die errät oder erriecht, ob da Feinde sind, wo ich gesagt habe, ey, Sniffler bietet sich an oder so. Also das war super, super schwer, diese Serie zu bearbeiten, weil du wirklich alles... Weil du alles wirklich ausschließen musstest vom Sprachgebrauch, was mit Sehen zu tun hatte. Ja, das war sauschwer. Das hat auch echt gedauert. Hast du Morning Show noch gesehen? Morning Show habe ich gesehen. Hast du auch mit dran gearbeitet? Nee, Morning Show war ich nicht dran. Kann man ja Morning also, Show war ich nicht dran. Auch eine sehr coole Serie. Ja. Also Jennifer Aniston, also ich merke schon, wir können lang quatschen. Bosch, komm, sag nochmal was zu Bosch. Bosch Season 6 kommt, ja. Im großen Fankreis, der gute Stefan, der wahrscheinlich vielleicht zuguckt oder auch nicht oder später guckt, der hat ihn sogar letztes Jahr getroffen bei Dreharbeiten. Er ist da hingefahren in Urlaub und wollte wohl anscheinend unter anderem ihn auch mal kennenlernen und weiß ja, wo die gedreht wird. Und da ist er eben tatsächlich über den Weg gelaufen, wie Wahnsinn. Die da gerade dran am Drehen waren. Es gibt ein Foto mit ihm, ja. Sehr cool. Das ist eine coole Serie, ne? Sechste Staffel mittlerweile. Sechste Staffel, ich glaube, das ist auch die letzte. Diese sechste Staffel wird wohl, glaube ich, auch die letzte Staffel sein. Oh. Ja. Ja. So, dann sind wir doch da sehr schön durch. Dann lassen wir mal eben gucken, was da eben ist. So, mit 8K, also ja, ich hätte noch lesen sollen, Release the Snyder Cut. Das ist ja ein kleiner Insider, den habe ich übersehen gerade. Mhm. Release the Snyder Cut, ist das nicht diese andere Geschichte mit Batman und Co., wo es doch diese Version geben soll, die noch bis heute keiner gesehen hat mit dem Kinofilm? Das hat doch jetzt mit der Darkman, glaube ich, nichts zu tun, ne? Erwischte mich jetzt auf dem komplett falschen Fuß. Okay, alles klar. Ich meine, da gab es doch diese Batman-Superhelden-Nummer und da gab es dann irgendwie, irgendwas war da in der Richtung. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Das war ja mal. So, mit SVS, da denke ich dran, mein lieber Florian, und das machen wir auch. Ich muss aber morgen noch jemanden fragen dazu, deshalb gibt es morgen Vormittag erst die Antwort. So, ja, immer noch die Frage, 4K-Inhalte, alles lechzt nach 4K, ne? Mhm. Warum so wenig im Verhältnis? Muss man natürlich dran arbeiten. Schauen wir mal. Grand Tour, das ist ja auch eine verrückte Nummer, ne? Ja, dass ihr diese absolut. Grand Tour da exklusiv bekommen habt, von der BBC rausgeschmissen und ihr habt es übernommen und die Jungs drehen ja immer wieder richtig auf, ne? Zum einen das, und es gibt jetzt auch Spin-Offs. Ich kann empfehlen, James May, Our Man in Japan. Das ist ein Spin-Off von Grand Tour. Sehr, sehr witzig. James May in 6 Folgen durch Japan und dessen Geheimnisse. Ja. Es funktioniert. Die Jungs sind auch total cool. Das macht total Spaß. Und wir freuen uns selber immer, wenn wir neue Episoden kriegen. Und ist immer in einer super Bildqualität auch. Ja. Die drehen sehr hochwertig. Ja. Ne? Ja, eine tolle Bildqualität. Genau, so, was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch? Ich glaube, es war nicht so. Bosch ist mit der 7. Staffel zu Ende, leider. Die 7., so wie es ist. 7., okay. Okay. Was sagt denn der Herr Nobs dazu, ob man mal irgendwann die Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine Blu-ray bekommt? Altes Thema, wenn ihr eine Blu-ray mit 4:4:3 haben wollt, dann hätte CBS das schon längst getan. Ich frage mich selbst, warum das damals noch nicht passiert ist. Zumindest bei Voyager hätte man es machen können. Deep Space Nine ist natürlich so ein Problem. 4:3. Und in Deutsch nicht 5.1. Wieder mal das alte leidige Thema. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es kommt irgendwann. Ich weiß nur, dass es wirklich für CBS damals zu Zeiten von Paramount extrem teuer war, gerade TNG aufzubereiten in einer ordentlichen Fassung. Ich weiß nicht. Man hat sich wirklich, denke ich mal, gedacht, TNG ist die Serie bei Star Trek, die wirklich die meisten Fans abdeckt und die auch wirtschaftlich am interessantesten ist. Und ich habe mich selbst als Sammler geärgert, dass ich
Deep Space Nine nie auf Blu-ray gekriegt habe und auch Voyager nie auf Blu-ray gekriegt habe. Aber da gibt es schon anscheinend dann auch unter anderem Gründe wegen der Qualität zu sagen, nee, das können wir vielleicht gar nicht erst veröffentlichen, kriegen wir nachher noch einen Deckel oder wir lassen mal auch die Finger davon. Kann das ja schon mal ein Grund sein? Das kann ein Grund sein. Es ist vor allen Dingen extrem teuer, ja, das zu machen, weil auch da hängen wieder Lizenzen hinter. Es ist ja nicht einfach so, dass man die Archive greift und sich die Master rausholt und dann mal anfängt zu authern. Auch da laufen Vertragsfristen und Laufzeiten und man muss eventuell nachverhandeln mit den Schauspielern, weil vielleicht die Auswertungsform überhaupt nicht in den ursprünglichen Verträgen war. Und das sind so viele Unwägbarkeiten, die alle erstmal viel Geld kosten. Und dann weiß man natürlich in der heutigen Zeit nicht, dass man sagt, bindet man sich jetzt so ein dickes Ding ans Bein mit 7 Staffeln, geht man dieses finanzielle Risiko überhaupt ein und veröffentlicht es nochmal. Ja, auch das sind... Das ist vielen gar nicht bewusst, ne? Nee. Dass man also, wenn jetzt Verträge gemacht sind und der Film ist jetzt fertig und dann hat er seine Kohle bekommen, dass es aber passieren kann, sollten Klar. die Filme dann über andere Kanäle weiter ausgewertet Klar. werden oder von mir aus sogar im Fernsehen ausgestrahlt werden, dass der Drehbuchautor nochmal Geld bekommt, Richtig. Dass der nochmal Geld bekommt oder Klar, eben jeder. Sogar teilweise Schauspieler. Klar. Das heißt, wird der Film 5-mal im Jahr wiederholt, kriegt der 5-mal im Jahr am Monatsende noch einen Scheck. Ganz so, genau. Das muss man rücken. Und wenn ihr das jetzt, also das Ganze jetzt mal runterrechnet auf eine Veröffentlichung auf einer Disc, da kann es sein, dass der für eine Disc-Veröffentlichung nochmal Geld bekommen muss, Richtig. Bevor überhaupt eine verkauft worden ist. Nicht nur das geht ja beim Bonusmaterial weiter, ja. Wenn, wie gesagt, ich glaube, wir hatten es besprochen, irgendwie der dritte Beleuchter irgendein Statement ja. in irgendeinem ja. Bonusmaterial abgibt, all das muss abgegolten und bezahlt werden. Ein riesen Rattenschwanz, also da bist du schon mal schnell 6-stellige und wenn nicht höhere Summen los, ja. bevor du überhaupt eine Blu-ray verkauft hast. Ja. Richtig. Okay, und das in der Zeit, wo der Streaming-Markt so unfassbar explodiert. Eben, ganz genau. Okay, ich hoffe mal, durch diese, ich sag mal, guten Insider-Informationen könnt ihr auch so generell diesen Markt etwas leichter einschätzen. Natürlich ist es leicht gesagt, mein Gott, warum machen die jetzt nicht nochmal eine Neuauflage oder machen dies nicht und jenes nicht und ihr könnt die Welt nicht verstehen. Aber es ist eben nicht so einfach. Du sagst es eben, man greift nicht in die Schublade, geht zum Drucker, macht nochmal 100.000 Stück und dann raus damit, sondern du musst erstmal zig Telefonate, Mails und vielleicht sogar Banküberweisungen durchführen, bevor du überhaupt daran darfst. Klar, genau so ist es. Ist das mit den Synchronsprechern eigentlich auch, dass die unter anderem, oder kriegen die einmalig ihr Geld oder könnten die auch vielleicht Geld nochmal separat bekommen? Es gibt ja bei, das ist jetzt nicht synchron, das ist Kamera gewesen, aber den ganz berühmten Fall des Kameramanns, der das Boot gemacht hat, der hat es ja auch jetzt geschafft und ganz offen gesagt, ich gönne es ihm auch wirklich, dass er jetzt wenigstens an dem finanziellen Erfolg nochmal etwas mehr beteiligt worden ist. Aber das hat ja auch eine wahnsinnige Wirkung, dass man in Zukunft noch mehr aufpassen muss als Produzent. Wie mache ich die Verträge? Sonst zahle ich ja überspitzt gesagt noch 100 Jahre lang an die Familie der Leute, die mitgemacht haben, hinter den Kulissen Geld. Das machen ja manche Projekte dann auch nochmal deutlich teurer. Ne? Richtig, absolut. Und wie ist es bei Synchron? Ist es da eine einmalige Sache? Das ist eine einmalige Sache, die eigentlich damit abgegolten ist. Also das sind die Verträge, die ich kenne. Du machst ein Projekt, du arbeitest für eine Serie oder für einen Film und das wird dann vertraglich festgelegt. Du kriegst einen fixen Betrag X und damit ist die Sache erledigt. Inwieweit da in Zukunft irgendwelche Neuerungen kommen oder irgendwelche Änderungen, natürlich wird darüber immer diskutiert, auch in Synchronkreisen über solche Geschichten. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema, das ist, da müssen sich Rechtsanwälte mit beschäftigen und Juristen mit beschäftigen, weil das kann Ausmaße annehmen, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Okay, so, dann haben wir noch eine, 2, 3 Fragen mal eben. Sag mal, die Frage ist mal so in deine persönliche Richtung hinein. Ist das für dich eine große Umstellung mit der Firma, wo du jetzt da deinen festen Arbeitgeber hast und vorher so als Freelancer tätig warst? Hat sich für dich da viel geändert? Nö, eigentlich hat sich gar nicht viel geändert. Ich mache exakt die gleiche Arbeit, die ich vorher auch gemacht habe. Und habe ein Büro, wo ich hinfahren kann. Ich muss leider nach München fahren, was als Autofahrer, wenn du nicht die Möglichkeit hast, mit Öffentlich-Rechtlichen zu fahren, eine komplette Katastrophe ist. Nö, es ist schön, sich wieder mal mit Leuten auszutauschen, weil wenn man Freelancer ist und zu Hause allein in seiner Butze sitzt, irgendwie man vereinsamt dann ja doch ein bisschen, ohne verlottern zu wollen. Aber nö, es ist angenehm. Sehr schön.
Gut, eine technische Frage. Ja, das sind jetzt so Sachen, die sind jetzt nicht so direkt auf deinem Schreibtisch. HD Prime, 720p oder 1080p? Ich meine, es ist 1080 immer, weil du es ja unten auch siehst. Wenn du startest, kannst du ja unten immer die Auflösung sehen. Das dauert einen Moment, vielleicht das auch mal als Tipp für ihn, der die Frage gestellt hat. Also ihr könnt unten eigentlich in der Leiste sehen, ist zuerst dann 720p oder HD heißt das, glaube ich. Zuerst HD, dann 1080 und irgendwann steht dann da 4K, wenn man 4K-Abo hat und die Leitungsqualität auch da ist. So, hast du jemanden mal von Star Trek, von den Jungs persönlich kennengelernt, bei vielleicht irgendeiner Premiere, Veranstaltung, Kino, wie auch immer, mal Events? Ja, ich habe viele Leute kennengelernt. Und wie sind sie? Sau nett. Das sind sau nette Mädels und Jungs, wirklich. Ich habe bis jetzt noch nie jemanden kennengelernt, wo ich gesagt habe, boah, der ist ja irgendwie unsympathisch oder. Der ist genauso unsympathisch wie in der Rolle. Genau, nee, ich habe einige Leute kennengelernt. Ich habe John Delancey kennengelernt, der total witzig war, also Q. Ja, ich habe von den Enterprise-Leuten viele Leute kennengelernt. Alle klasse, alle super bis jetzt. Bist du schon mal auf so Conventions gewesen? Natürlich. Als Trekkie muss man auf eine Convention gehen. Kommt man überhaupt nicht drum rum. Ja, schön. Ja, finde ich gut. Okay. Ja, die Aftershow-Party ist immer die beste auf Conventions. Ich kann es jedem empfehlen, geht auf die Convention, Leute. Und gerade auf Star Trek-Conventions habt ihr Fun. Das ist wirklich Spaß. Wo sind die hier in Deutschland, wenn wir von Deutschland reden? Weil es gibt ja auch in Deutschland sicherlich eine, ne? Weil die anderen großen sind wahrscheinlich in Las Vegas oder wo sind die? Los Angeles, Las Vegas? Oder? Die sind in Las Vegas. Es gab immer die Conventions, die waren in Bonn im Maritim irgendwie. Das waren immer die legendärsten. Ja, das ist die ganz große. Genau. Ja, genau. So, Patrick, welche sind deine Lieblingsserien bzw. Kinofilme? Ach Gott, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich mag eine Serie, fällt mir so spontan ein, wo er mich das fragt. Kennst du Nip Tuck? Ja, ich habe davon gehört. Das ist ja aber schon 10 Jahre her, glaube ich. Das ist eine Weile her. Das war eigentlich zu einer Zeit, wo ich sagen muss, boah, da wurden Serien endlich mal echt interessanter und dann ging das auch mal so, weil es ja Pay-TV war, da ging es dann auch richtig zur Sache, wenn es sein musste, etc. Das ist eine super coole Serie. Mhm. Nip Tuck heißt die, die ist wahrscheinlich jetzt schon in der Versenkung verschwunden, aber ich denke mal, die kann man irgendwo streamen und gucken. Eine sehr, sehr coole Serie war das von zwei Chirurgen und das ging immer mit der gleichen, es war eine fortwährende Geschichte. Das ist ja, wie nennt man das eigentlich bei euch, also bei den Amerikanern, ja, dieses fortlaufend Erzählende, was wir ja hier von der Schwarzwaldklinik so nicht klassisch kannten. Ja. Das waren ja immer so in sich geschlossene Kurzfolgen, wo dann irgendein Thema abgehandelt worden ist. Und hier bei dieser Art der Erzählung, die wir ja jetzt haben, die ja in Deutschland auch ganz langsam so kommt mit Eigenproduktion, die Amis machen uns das ja schon ewig länger vor, ist ja die Erzählweise vom Namen her, wie nennt man sowas? Da gibt es auch einen Fachbegriff für, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich meine, ne? Er liegt auf der Zunge auch und er fällt mir jetzt im Prinzip gar nicht ein. Ja, du hast ja im Prinzip, wenn zwei Episoden, also eine Staffel geht zu Ende, eine andere fängt an, dann hast du, das sind die sogenannten Cliffhanger, ja, wo also zwei Episoden zusammengehören. Ich weiß aber, was du meinst. Okay, gut. Also Nip Tuck, geile Serie, zwei Chirurgen, die jedes Mal in jeder Folge mindestens einmal rumschnibbeln, aber dann passieren noch ganz andere Sachen dabei. Also wirklich cooles Ding. Dann sind wir natürlich, was sind die 100? Das war auch irgendwas, das kenne ich auch vom Cover her. Staffel 7, wann kommt sie raus? Weißt du das zufälligerweise? Nein. Ist nicht auf deinem Tisch, macht der Kollege. Nein. Ja. Genau, so. Besserer Ton auf DVD hatte, dass man bei den Star Trek-Filmen einen wesentlich besseren Ton auf DVD hatte, sogar DTS. Wahrscheinlich wieder so eine rechte Nummer, war. Für DVD waren die freigegeben und für die Blu-ray muss es deshalb nicht automatisch sein. Nö, ne? Das ist das sind Marken- und lizenzrechtliche Verhandlungen, egal ob das THX ist oder DTS oder sonst was, man zahlt wirklich für alles extra. Ja, okay. So, jetzt haben wir einen Spaßbolzen hier, der ist jetzt aber auch schon rausgeflogen. Der meinte, uns irgendwelche Striche machen zu müssen. Junge, deine Taste klemmt. Dann haben wir noch Titanic. Boah, das weiß ich auch nicht und vermute mal du auch wahrscheinlich nicht. Wann kommt der in 4K? Ich weiß gar nicht, ob ich den in 4K sehen will. Dann sehe ich, dass das ja alles aus dem Computer war. Titanic war noch gar nicht so weit. Titanic ist sowieso so ein ganz, auch rechtlich gesehen, wieder so ein ganz interessantes Ding, ja, weil USA, Paramount, ansonsten Rest der Welt, Fox gewesen. War deine Zeit noch, ne? War meine Zeit. Wir haben damals den Titel in Deutschland Titanic nicht bei Paramount ausgewertet, das waren die Kollegen der Fox hier in Deutschland. Das ist auch irre, ne? Also es heißt, Paramount hat den Film produziert, bezahlt und alles, aber da hat sich dann entschieden, wir holen uns einen Teil der Kohle vorab schon mal zurück,
Macht man das, um das Risiko vielleicht nicht eingehen zu gehen und das sagt, ist ich oft jetzt das, die Fixsumme und dann sollen die gucken, wie die Kohle damit verdienen. Das ist oftmals eine Risikobegrenzung, dass man eben außerhalb des produzierenden Territories sagt, ey, die Home-Entertainment-Auswertung machen wir anders, da sollen sich andere, ne, das Risiko gehen wir nicht ein, das lassen wir uns bezahlen erstmal und fertig. Und so fliegen dann zum Beispiel Paramount-Filme wie Titanic oder Braveheart oder so, werden dann woanders ausgewertet. Aber das machen die natürlich zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht zu sehen war, ob der Film ein Knaller richtig wird oder nicht. Und haben sich wahrscheinlich ein bisschen verschätzt. Hätten sie vielleicht selber machen sollen, ne? Ja, ich meine, Titanic ist damals veröffentlicht worden. Ich glaube, das war fast sogar zu Beginn der DVD-Zeit. Und zu dieser Zeit hätte man das Telefonbuch auf DVD verkaufen können für 40 D-Mark damals noch. Da kam dann Titanic. Ja, das was war, ja auch gemacht worden ist. Ja, klar. Ja, ich weiß. Mit der Rückwärtssuche, weiß ich noch. Das war damals auf jeden Fall. Ja. Da konntest du die Nummer eingeben und du hast gesehen, wer dahinter ist. Großartig. Daran sieht man, wie alt wir sind, Patrick. Scheiße. Ja. Genau. So, damit Upload. Der Tipp mit Upload, das war ein guter Tipp. Okay. Ja, war ein guter Tipp. So, wann hat Paramount nur in Dolby Digital auf Blu-ray oder UHD veröffentlicht in Deutschland? Tja, das ist jetzt natürlich jetzt nach deiner Zeit. Die machen anscheinend auch nicht viel in Dolby Atmos. Das ist, das ist nach meiner Zeit leider, habe ich auch keinen Einblick mehr. Ja, ja, genau. Into the Badlands, klasse Serie. Kommt da noch eine vierte Staffel? Im Moment nicht. Gut. Wir brauchen einen Moderator. Nee, ich kann einfach löschen, mein Lieber. Wenn da jemand meint, er müsste uns ärgern hier mit so einer Taste, dann ist er einfach raus. So, dann machen wir noch was. Warte mal, das geht doch ganz einfach. Okay, entfernen. So, was haben wir noch hier? Warum habe ich bei manchen Filmen und Serien, die in Deutschland und Österreich in Deutsch gibt, nicht aber in der Schweiz? Da gibt es nur Französisch. Ja, lass mich raten, Rechte. Rechte, ist eine rechte Geschichte. Und es ist auch wieder eine Sprachgrenze innerhalb der Schweiz, die französischsprachige Schweiz und die deutschsprachige Schweiz. Und das ist dann wieder eine rechte Kiste. Ja, okay. Also es ist immer das Gleiche. Es ist keine böse Absicht, wenn die Schweizer sagen, nee, ich mag keine deutsche Version, mir reicht die französische, ja, da kannst du dich um den Kopf stellen, dann kriegst du die einfach nicht, obwohl die da im Archiv liegt und die dann nicht viel machen müssen. Mhm. Okay, so, das haben wir. Grobi, lass bitte mal einen grünen Rahmen weg, das nervt. Ja, bist du offen gesagt aber der Erste. Das lassen wir mal erstmal drin, damit wir auch wissen, ob das alles funktioniert, mein Lieber. So, dann sind wir doch eigentlich weitgehend durch. Titanic bei Disney? Wieso das denn? Es wäre mir jetzt... Ja, wegen klar, logisch, Fox? Weil Fox bei Disney ja, ist. Klar. Logisch. Das ist ja wegen Fox, genau. Da kennt noch jemand Nip/Tuck. Schönheit hat seinen Preis. Genauso hieß die, glaube ich, in Deutschland. Paramount hat Auslöschung auch an Netflix verkauft. Ja, das war ja diese, das war ein komischer Film. Hat mir nicht gefallen. Auslöschung? Ja, Auslöschung fand ich zu gut. Okay. Ja, ja, das war ja so ein Kinofilm. Das ist ja auch passiert, dass es Kinofilme gab, die gar nicht mehr ins Kino gekommen sind, weil Amazon gesagt hat, wir kaufen die euch sofort raus und wollen die direkt exklusiv bei uns veröffentlichen. Oder Netflix hat das ja auch gemacht. Ich muss sagen, bei manchen habe ich verstanden, warum die verkauft worden sind, weil ich glaube, im Kino wären die nicht gerade lang gelaufen. Man hat es dann probiert, Auslöschung, darüber streiten die Geister, ist ja von einem bekannten Regisseur gewesen. Das war auch sowas. Also das kommt auch immer wieder vor, dass Filme manchmal sogar direkt von den großen Filmstudios gekauft werden, um sie exklusiv bei sich laufen zu lassen, wo natürlich die Kinobetreiber auch nicht glücklich drüber sind. Ne? Richtig, klar. Weißt du, seid ihr mit den Kinobetreibern auch dran oder wäre sowas möglich? Klar, ist der Kollege mit der Abteilung wahrscheinlich Rechte, aber dass man eben die eine oder andere Serie auch mal im Kino gucken könnte, wie fändest du das? Ich fände es cool, wenn es dementsprechend produziert ist, warum nicht? Qualitativ meinst du, dass es lohnt, auf der Leinwand zu gucken? Klar, ne? Klar. Okay. So, ihr Lieben, wir kommen dem Ende zu. Ich mache mal den Chat zu, dann gehen wir die letzten Fragen noch durch. Warte mal eben. Vielen Dank für eure Fragen. So, dann lassen wir mal eben gucken. So, dann haben wir Nip/Tuck. Wann kommt Jack Reacher? Was? Jack Reacher Serie bei Prime? Wann kommt die Jack Reacher? Gibt es eine Jack Reacher? Jack Reacher, war das nicht der Tom Cruise im Kino? Jack Reacher ist Tom Cruise, das ist Kino. Gibt es eine Serie demnächst? Möglicherweise weiß da jemand mehr als ich im Moment. Nö, da fragt einer nur nach, ob es da vielleicht die Lizenz ist, wäre cool. 3D-Filme in Streaming ist technisch nicht so einfach möglich, nach meinem Kenntnisstand. Zum einen das und zum anderen wissen wir alle selbst, dass es ja wirklich kaum noch Hersteller gibt, die 3D-Paneele irgendwie mal breit unters Volk bringen, dass da relativ wenig nur noch ist. Ich finde es schade.
dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass ich, glaube ich, mal wieder eine neue Knopfzelle in meine 3D-Brille tun muss. Die ist nämlich lange nicht benutzt worden. Ja, welchen 3D-Film außer Avatar findest du super? Och Gott, es gab relativ, das muss ich echt sagen, es gab relativ wenig gut gemachte 3D-Filme, sondern wirklich nur dieses hochgerechnete Zeugs irgendwie. Moment, das ist aber nicht unbedingt schlecht, wenn man das gut macht. Nein, das sag ich nicht, aber 3D, genau. Also Avatar ist für mich wirklich das Beispiel eines gut gemachten 3D-Films gewesen. Ja. Hast du Titanic in 3D gesehen? Weil du ja so lange Titanic. Ich fand gut in 3D, oder? Ja, das war okay, aber hast du Resident Evil in 3D gesehen? Ich würde mir den in 2D sogar nur schwer. Ich bin ganz offen. Also der allererste, der war ja wirklich genial gemacht. Der war okay. Hat mir gut gefallen. Aber der Rest, meine Güte. Ja. Wenn da nicht ab und zu mal ein bestimmtes Auto durchs Bild gefahren wäre, hätte ich überhaupt keine Freude an dem Film gehabt. Also ja, es war okay. Es war okay an der Staffel, an der Serie. Ja, okay, also 3D, siehst du das genauso, die Qualität hat die Industrie auch ziemlich verhunzt, ne? Ja, es ist viel, viel billig gemacht worden und die wenig guten Sachen, da ist nicht genug nachgekommen, meines Erachtens nach. 3D war wirklich eine schöne Sache, bei mir immer so mit ein bisschen mit Einschränkungen, weil ich gucke zum Fernsehen gucken oder zum Film gucken eine Brille und wenn du dir über eine Brille noch eine andere Brille schieben musst, das ist immer relativ unbequem gewesen, aber ansonsten. Avatar, großartig. The Walk, sagt ihr dir was? The Walk? Der Gang, ja, The Walk. Ja, ja. Nicht The Walking Dead, The Walk. Ja, ja. Die Kurzfassung. Ja. Nein, das war der, wo der dazwischen den beiden Türmen lang gelaufen ist, auf dem Drahtseil. Okay. World Trade Center, ein französischer. Ja. Und die den Film noch nicht haben, den sollten sie holen. Aber ihr müsst alle schwindelfrei sein, weil sonst fällt er von der Couch runter. Cool. Er ist Anfang der 70er Jahre, während die beiden Türme fertiggestellt, war er in einer Nacht- und Nebel-Aktion so ein riesiges Drahtseil gespannt und ist da wirklich rübergelaufen, da oben an der Spitze. Und das ist dann sehr aufwendig gedreht worden. Jetzt vor, ich glaube, drei Jahren kam der in 3D raus. Und fantastisches 3D und du siehst dann da unten New York und die Kamera fliegt um den herum. Du kriegst weiche Knie. Du sitzt da echt und hast weiche Knie. Das war auch ein toller 3D-Film, muss ich sagen. Muss ich gucken, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, ein tolles Ding. Meine Lieben, ich würde sagen, wir sind soweit durch. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit uns da aktiv mitgearbeitet habt. Das war wirklich toll und ich denke mal, wir haben einen guten Einblick mal bekommen in deine Tätigkeit. Ich drücke dir weiter in die Daumen. Danke. Für uns alle sowieso die Arbeit wieder schnellstens losgeht und dass wir dann natürlich das dann auch irgendwann sehen und wir werden sicherlich das eine oder andere da mit anderen Augen nochmal hören, wenn wir wissen, bist du da eigentlich mit aufgeführt am Ende der wo jetzt die Lizenz, die Synchronsprecher? Da stehe ich drin als Redakteur, stehe ich da drin, glaube ich. Dann auch teilweise drin. Ja, genau. Ja, also bis zum Ende jetzt gucken, dann schauen wir mal, wo du jetzt demnächst wieder mitspielst und mitarbeitest. Genau. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Hat mir echt ich habe zu danken. Gemacht, ne? Und alles euch allen sorry, kein Problem, wolltest du noch was sagen? Alles? Ja, bleibt gesund vor allen Dingen da draußen. Ja. Genau, bleibt gesund, das wollen wir auch sagen. Bleibt gesund, legt euch wieder auf die Couch, guckt euch das an, nach Möglichkeit am Fernseher, Beamer, Leinwand von uns, haben wir ja alles da. Wir sind ja weiterhin offen, aber leider nicht mit Vorführung, sondern offen, Telefon, E-Mail und so weiter und erreichbar auch morgen wieder. Und dann wollen wir gucken, dass wir durch die harte Zeit kommen und uns ein bisschen ablenken, ab und an mal mit tollen Filmen, tollen Serien, tollen Schauspielern. Okay, bis dann, ciao. Macht's gut, ciao. Dann würde ich sagen, gehen wir raus aus diesem wunderschönen Stream.